wirklich der Islam ist. Das, was der islamische Staat gemacht hat, das ist das 1:1, was Mohammed und die Sahaba getan haben. Versteht ihr jetzt, wieso so viele Menschen waren vor dem Islam? Versteht ihr? Also die meisten von euch verstehen das. Ich meine, hier darunter gibt es auch Menschen, die überhaupt von null einer Peilung haben hier. Die denken, Islam ist einfach nur eine ganz normale Religion, wie alle anderen Religionen auch. Nein. Der Islam ist gar keine Religion. Der Islam ist ein System, was... besser, ich sage das. 13. Jahrhundert und hatte viel mehr Opfer als der Sklavenhandel nach Amerika, der 400 Jahre dauert. Und das Traurigste daran ist, dass die meisten der Verschleppten unglücklicherweise keine Kinder bekommen konnten, weil sie kastriert wurden. Wahnsinn, ne? Die Araber haben dann die Afrikaner kastriert, weil sie als Sklaven halten wollten. Aber die haben auch Angst gehabt, dass sie eventuell mit ihren Frauen schlafen. Ja, und dann haben sie natürlich kastriert. Absolut krank. Absolut krank. So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Ein Momentchen. Un momento, por favor. Fratellos and fratellos. And this is Dr. Shake. This Dr. Shake is a good shake. Der macht sehr gute Shake. Der macht richtig gute Shake für uns. Das ist ein richtiger Shaker. Ein Harlem Shaker. Bis gleich. So, da bin ich wieder, der Shaky Shaky. So. In die arabische Welt, in die Türkei, nach Persien und nach Indien werden die Schwarzafrikaner verschifft. Oder sie werden durch die Sahara nach Nordafrika getrieben. Viele sterben schon bei den Überfällen auf die Dörfer. Viele an den Strapazen des Transports. Mann. Wer auf den Sklavenmärkten ankommt, wird kastriert. Laut Ndiaye überlebt nur einer von fünf diese gefährliche Operation. Die grausame Prozedur trifft alle. Die Männer, die auf Plantagen oder im Bergbau schuften, ebenso wie die, die im Haushalt arbeiten oder die Harems bewachen. Seht ihr? Die Muslime wollten sie ja auch als Sklaven auch so behalten. Aber was machen sie denn, wenn sie alleine mit den Frauen zu Hause sind, als Bedienstete? Also muss man sie zwangskastrieren. Absolut krank, ne? Was für eine Abscheulichkeit der Islam hinterlassen hat, ne, ihr Lieben? Unfassbar, ne? Unglaublich. Diese Eunuchen findet man noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Araber und die Nordafrikaner waren Rassisten. Sie verachteten die Schwarzen. Seht ihr? Die Araber und die Nordafrikaner waren Rassisten, habe ich doch gesagt. Diese Eunuchen findet man noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Araber und die Nordafrikaner waren Rassisten. Sie verachteten die Schwarzen. Deshalb wollten sie nicht, dass sie in ihren Ländern Kinder zeugten. Das erklärt, warum es dort heute keine starke schwarze Diaspora gibt wie in den USA, die eine Aufarbeitung dieser Geschichte fordert und eine Wiedergutmachung. An die Sklaverei der Europäer wird auf der senegalesischen Insel Gorée erinnert. Hier wurden Tausende eingepfercht und nach Amerika verschifft. Solche Erinnerungsorte forderten Jaje auch für den brutalen Menschenhandel der Moslems. Der ist für ihn ein Völkermord, denn ein Volk von... Oh, ich krieg gerade einen Anruf, einen Moment. So, da bin ich wieder. Von Kastrierten kann keine Nachkommen zeugen und stirbt zwangsläufig aus. Die Versklavung geschah übrigens im Namen Allahs.
Der Koran hat die Sklaverei niemals unterbunden. Im Gegenteil, es gibt viele Stellen im Koran, die die Versklavung von Nichtmuslimen empfehlen. Und im Gegensatz zur Ächtung der Sklaverei im Europa der Aufklärung, gab es nie auch nur einen arabischen Intellektuellen, der sich je für die Sache der Schwarzen eingesetzt hat. Nicht ein einziger, Wahnsinn, ne? Pour défendre la cause des Noirs. Nicht ein einziger setzt sich für dieses Kapitel, also dieses beschämende Thema ein, um das aufzuarbeiten, ne? Warum denn auch? Dann würde man ja den Islam ja verurteilen mit Sklaverei. Kennt ihr noch diese eine Frage, die man Pierre Vogel gestellt hat? Hat sich der Islam eigentlich jemals gegen Sklaverei ausgesprochen? Da sagt der Eiskalt, nein. Nein. Es gibt nicht einen Vers im Koran. Nein. Wahnsinn, ne? Das ist eine Tugend im Islam. Im Sudan rufen die Araber schon im 7. Jahrhundert den Dschihad, den heiligen Krieg gegen die Schwarzen aus. Noch heute werden hier Tausende von ihren eigenen Land. Ich weiß nicht, wer hier drin ist und mir zuhört. Wenn du Schwarzafrikaner bist und diese Religion angehörst, so sage ich dir heute nochmal, setz dich hin und setz dich auseinander mit was der Islam kam, zu was der Islam hat und was die Araber eurem Volk anmacht. Oh, schick mir Ex-Muslim. Hallo, wie geht's? Gott segne euch und eure Familien. Dich auch, mein Bruder. Warum hast du recht? Zeig mich. Steh doch mal. Ey, Ex-Muslim. Ja, der hat schlechte Laune. Ja, der hat bisschen, der ist am Fasten, der Bruder. Ja, wofür fastet der eigentlich? Warum macht er weg, Wallah? Ja, siehst du, Wallah macht den weg. Der will sich nicht damit auseinandersetzen mit den Themen. Wofür faste ich eigentlich? Bruder, dass mir Allah 72 Jungfrauen gibt. Schau dir das mal bitte an. Warte, Bruder. Okay, Ex-Muslim, schönen Tag dir noch, Bruder. Mach's gut, ja, mein Bester. Ciao, ciao. Heftig, ne? Die machen sich keine Gedanken, wofür die eigentlich da fasten. Dass ihnen Allah ein Himmelreich verspricht, das heftiger nicht sein kann. Ne? Danke, Gottes. Mach den weg. Die können mich nicht ertragen. Mach den bloß weg. Mach diesen Dr. Scherer von mir weg. Oh mein Gott. Der ist der größte Ethologe aller Zeiten. Er will, dass ich mich kritisch mit meiner Religion auseinandersetze. Nein! Ich will weiterhin ignorant bleiben. Nein! Was glaubt, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Gott hat euch doch einen Verstand gegeben, ihr wundervollen Individuen. Du bist doch ein wundervoller Mensch mit einem wundervollen Verstand. Warum setzt du ihn denn nicht ein? Warum willst du ignorant bleiben im Zeitalter des Internets? Nimm dir doch 10 Minuten, das reicht doch aus. 10 Minuten Recherche. Das kann ja wohl jeder aufbringen. Jeder, der ein wenig Empathie, Ethik, Moral und Anstand hat, kann auch wenigstens 10 bis 20 Minuten Zeitaufwand mitbringen, um zu recherchieren, ob diese Religion überhaupt die Wahrheit ist oder nicht. Und sich nicht anlügen, dass vor dieser Islampropaganda, was die da machen, diese Islampropagandamaschine, Maschinerie. Baphomet-Sekte, ja genau. Ja, ihr wisst ja, der Baphomet wird ja dargestellt als Hermaphrodit. Halb Mensch, halb... Al-Nur-Moschee. Was? Al-Nur-Moschee? Al-Nur-Moschee. Ist das nicht in Berlin? In Berlin. Die warten auf mich? Was wollen die denn mit mir? Wollen die, dass ich die belehre, Abdulaziz? Abdulaziz bin Sheikh bin Bas. Abdulaziz bin Bas. Iftar machen. Ja, aber die wollen vielleicht mit mir Iftar machen. Nicht mit mir zusammen, sondern aus mir Iftar machen. Wir wissen ja, im Islam ist es ja halal, einen abtrünnigen Barbecue zu machen. Richtig, sie dürfen essen, genau. Ja, ich mach dir alles schön und dann kannst du shaky shaky grillen. Oder einfach nur mit ihm so schön chillen. Nein, ich schmecke nicht so gut. Ich tu dir nicht so gut.
Lass mich in Ruhe. Ich will leben. Lass mich ausreden. Ich will leben und lass mich ausreden. Ja, der Shaky Shaky singt. Der heftigste Shaky-Hetzologe. Ah, Deutschland sucht den Super-Sheikh. Heftig. Deutschland sucht den Super-Sheikh. Ja, DSDS kann man auch so verwenden. Deutschland sucht den Super-Sheikh. Ja, ich bin hier. DSDS. Deutschland sucht den Super-Sheikh. Danke, King of Kings. Das kannst du keinem erzählen. Lass mich ausreden. Ich will schlafen. Knockout. Ah, wir müssen da keine Ahnung. Der ist am Arbeiten. Arbeiten. Der ist Arbeiten. So, weiter. Weiter im Programm, weiter im Text. Fremden Landsleuten versklavt. Viele Afrikaner beten in Moscheen, obwohl Vorfahren im Namen des Islam geknechtet wurden. Wahnsinn, ne? Über Jahrhunderte wurden afrikanische Könige gezwungen, sich dem Islam zu unterwerfen und noch dazu Sklaven als Schutzgeld auszuliefern. Durch die Islamisierung wurden die afrikanischen Könige zu Mittätern. Wer sich dem Islam unterwarf, konnte der Versklavung theoretisch entgehen. Wer kein Moslem werden wollte, sollte gezielt gejagt werden. Das war der Grund für die Kollaboration und das entfachte viele Kriege zwischen den afrikanischen Völkern. Die Europäer schauen bis ins frühe 20. Jahrhundert zu. Obwohl sie den Menschenhandel längst verboten haben, dulden ihn die Kolonialarmeen vor Ort. Ein Zentrum des schmutzigen Geschäfts ist die ostafrikanische Insel Sansibar. Hier landen die Menschen nach dem Verbot der Sklaverei in unterirdischen Verliesen. Den berüchtigten Tipu Tip macht der Menschenhandel zum zweitreichsten Mann Sansibars. Noch nach 1920 schuften Sklaven auf den Plantagen der Insel. 13 Jahrhunderte Sklaverei aufarbeiten. Dafür gibt es offenbar weder in Afrika noch in der islamischen Welt Bereitschaft. Es gibt eine Solidarität zwischen den Afrikanern und den Arabern wegen der gemeinsamen Religion, dem Islam. Man zieht es vor, über diese schmerzhafte Geschichte nicht zu sprechen. Man richtet die Aufmerksamkeit lieber auf die Schuldigen, die alle schon kennen, die Europäer und die Amerikaner. Wahnsinn, ne? Der islamische Feind, ja komm, jetzt bist du Afrikaner, komm, wir haben dich jetzt, deine ganze Sippschaft haben wir auseinandergenommen. Jetzt sieh das doch nicht als schlimm, dass wir dich zum Islam gezwungen haben. Komm jetzt. Seh einfach drüber, dass wir deine Familie, deine Urvorfahren alle gekillt und du heute Moslem bist. Ist doch nicht schlimm, kein Problem. Wir haben doch eine gemeinsame Religion. Lass uns lieber über USA, Israel, Deutschland und Europa im Allgemeinen sprechen. Das sind unsere Feinde. Habt ihr was Krankeres als diese verstörende Art und Weise der Muslime gesehen, wie sie vorgehen? Wie ungerecht sie sind. Immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, obwohl sie so viel Dreck am Stecken haben. Absolut krank. Absolut krank. Tidjan Ndiaye will das nicht hinnehmen. Weder als Intellektueller noch als Enkel eines senegalesischen Königs. Und auch nicht als Muslim. Ja. Absolut bösartig. Ja, wir haben es zu tun mit einem absolut bösartigen Kult, ne? Oh, da kommen mein Freund und Helfer. Meine Kollegen sind immer überall da. Gazi. Du bist doch hobbylos, du bist doch hier. Die Leute sind hier, weil sie Liebe zu Dr. Sheikh haben. Du bist einfach hier, weil du hobbylos bist.
hat denn den Dings rausgehauen? Warum Ramadan? Wo es ist Ramadan. Für Muslime eine spirituelle Zeit, in der sie einen Monat lang die islamische Version von Fasten vollziehen und sich besonders mit geistlichen Fragen beschäftigen. Als Christ muss ich sagen... Oh, der hat seit 70 Stunden schon 5000 Aufrufe. Als Christ muss ich sagen, sehe ich kritisch. Also nicht... Hallo? Hallo. Hast du gerne am Haken? Ja, schnell nochmal gucken, ob die Haare sitzen. Genau, so will ich dich sehen. Schön, Marcel. Ja, du siehst sehr schön. Er muss gut sitzen, ne, wenn man vor Allah sitzt. Sehr gut. Sehr gut. Bist du hier nur alleine drin? Warum bist du zweimal hier? Warum siehst du dich? Zeiten auf null. Um Gottes Willen. Diese Leute wissen ja gar nicht, was hier los ist. Nicht sich mit wichtigen geistlichen Fragen zu beschäftigen, das ist gut. Aber es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, wo ich beim Thema Ramadan so meine Fragen habe. Schaut euch gerne dazu meinen ausführlichen Livestream über den Ramadan an. Also es gäbe viel zu sagen, aber eigentlich möchte ich dir nur einen einzigen Punkt zum Nachdenken mitgeben. Lieber muslimischer Freund, weißt du eigentlich, dass Ramadan falsch ist? Mohammed behauptet, der Religion Abrahams, Moses, Davids und der von Jesus zu folgen. Ja, genau. Aber lies dir mal... Warum haben wir dann noch nie gesehen, dass Abraham genauso fastet, wie der Mohammed das den Leuten beigebracht hat? Warum? Warum hat keiner der Propheten genauso gefastet, wie er das getan hat und das beigebracht hat? Die ganze Bibel durch, von vorne bis hinten, das würde auch viele andere Fragen beantworten, die du als Moslem hast und bei denen dich deine Da'is und Imame kräftig hinters Licht führen. Du findest nirgends, nirgends einen Hinweis auf den Ramadan. Fasten? Ja. Aber nicht so, wie Mohammed das gelehrt hat. Genau. Im Gegenteil würde ich sogar argumentieren, diese Art von Mohammeds Fasten ist biblisch verboten. Es wird ja von islamischer Seite nicht einmal behauptet, dass Abraham, Mose, David, Jesus oder sonst ein Mensch, der den wahren Gott verehrt hat, je Ramadan gemacht hätte. Und das hat auch keiner, denn das Fasten im Ramadan und alle damit verbundenen Bräuche sind völlig unbiblisch. Das stammt nicht von Gott. Woher stammt das sonst? Es sind islamische Gelehrte, die uns die Dankeschön, Antwort geben. Dankeschön. Die Haraner bzw. Sabäer waren es, Götzendiener, die unter anderem Seht ihr, deswegen sind die Sabäer auch noch im Koran gelandet, in Sure 2,62. Die Sabäer sind im Koran erwähnt worden, und zwar, das sind Götzendiener gewesen. Und der Mohammed hat von ihnen den Ramadan geklaut. Sie haben nämlich Ramadan gefeiert. Das war ihr götzendienerisches Fest. Genauso von Sonnenaufgang, ab Sonnenaufgang nichts mehr zu essen, oder vor dem Sonnenaufgang nichts mehr zu essen und beim Sonnenuntergang wieder zu essen. Heftig, ne? Da alles von denen geklaut. Von den Sabäern. Unfassbar. Sieben Planeten und 12 Sternbilder verehrten, die waren es, die im Monat Ramadan gefastet hatten. Seht ihr? Die hatten auch ein Fest, das nannten sie Eid al-Fitr. Mit diesem Fest verehrten sie den Mondsichelgott für seine Rückkehr. Übrigens haben die Sabäer auch... Kennt ihr eine Religion, die Mondsichel auf ihren... Kuppen haben. Es ist einfach ein Götzenkult. Millionen von Muslime sind wahrhaftige Götzendiener. Wahnsinn. Ohne es zu begreifen. Ramadan war von den Sabäern, die Mohammed einfach in seine Religion übernommen hat. Der hat von allen Religionen etwas genommen. Hajj, Pilgerfahrt gab es schon vorher, haben die arabischen Stämme dort gemacht und haben Steine umrundet. Sie haben nach Steinen gesucht, die schöner waren, um sie zu verehren. Absolut krank, ne?
10 Minuten Recherche benötigst du, um zu verstehen, dass der Islam ein Götzenkult ist. 5 Gebetszeiten, exakt dieselben wie Mohammed, die Mohammed ja ebenfalls von den heidnischen Sabären übernommen hat, gleich zusammen mit den Waschungen vor dem Gebet. Heftig, ne? Ja, das die Sabäer hatten 5-mal pro Tag ihre Gebetseinheiten und haben sich vor jedem Gebet dann auch gewaschen. Und der Mohammed hat das so schön gefunden, dass er das einfach in seine Religion übernommen hat. Einfach nur mal auseinandersetzen. Wer sind die Sabäer in Sure 2, Vers 62? Wer sind die Sabäer und was haben sie getan? Und was für Praktiken hatten sie? Also wir wissen, dass sie Götzendiener waren, aber was für Praktiken hatten sie? Und dann werdet ihr sehen, 1:1 hat Mohammed alles übernommen. Islamische Ritualgebet findet man auch nicht in der Bibel bei keinem Propheten. Liebe Muslime, denkt an jedem Abend im Ramadan, wenn du am Tisch sitzt, daran, das hat Mohammed von Götzendienern übernommen. Heftig, ne? Das stammt nicht von Gott, das stammt nicht aus der Bibel, das hat kein Prophet je gemacht. Der Ramadan, das Fasten und das Eid al-Fitr am Ende, das sind Zeugen davon, dass Mohammed seine Religion... Dr. Sheikh Abu Amir, hab Gift getrunken. Wie viele Datteln muss ich essen? Ich empfehle Ihnen 7 Ajwa-Datteln am Morgen. Das vertreibt Kummer und Sorgen und auch Gift. ...Religion nicht vom Gott Abrahams hat, sondern von den Sabäern, Götzen und Mondanbetern. Mohammed wurde sogar laut den authentischen islamischen Quellen Sabi genannt. Sabi, weil genau. Seine Rituale denen der heidnischen Religion der Sabäer zum Verweck... Mohammed wurde dann auf einmal Sabi genannt, weil er die ganzen Rituale genauso praktiziert hat wie diese Götzendiener. Heftig, ne? Islam ist ein Lügenkult. So wahr ich hier sitze, geht ihr mit dem Islam in den Tod. Für alle Ewigkeiten in den ewigen Feuersee. Das wartet auf euch. Ihr fastet für einen, für nichts und nichts. Das ist das Kranke. Wenn ähnlich war, beachte, dass mit einer neuen Religion in Klammern steht und im arabischen Original nicht zu finden ist. Tatsächlich sagen die authentischsten islamischen Quellen, dass Mohammed Praktiken und Rituale von Götzendienern übernommen hat, um vor den Heiden anzugeben. Um vor den Heiden anzugeben. Bei diesem heidnischen Götzendienst mit, anstelle dem Gott Abrahams nachzufolgen. Und du wirst in deinem Götzendienst zugrunde gehen. Nutze doch den Ramadan, um Gottes Wort zu lesen und um zu lernen, was echtes Fasten ist. Komm doch heraus aus dem heidnischen Götzendienst, dich wer kann. Jesus Christus. Amen. Und hier noch 3 Ramadan-Challenges. Die Geschenke. Maschallah, ich Frau suche. Salam. Hallo. Du Frau suchen. Ich suche Frau. Ja, du musst dann in muslimische Chat gehen, da kannst du 4 Frauen nehmen. Oh, das ist schön. Ich will schön bumsen und Mohammed auch bumsen. Ja, da musst du zu deinem Koran gehen, da findest du in Sure 33, Vers 50, kannst du viel Yastanki haha machen. Ist das ein Paar, ey? So reden die, das ist das, so reden sie. Genau wie ihr Prophet. Punkt, beißen in Klitze und sowas, ne? Unglaublich. Unbelievable. Geschenke zu Weihnachten, wer kann? Jesus Christus. Und hier noch 3 Ramadan-Challenges. Die Geschenke-Challenge. Geschenke zu Weihnachten gehen auf die Geschenke der Weisen aus der Bibel zurück. Worauf gehen die Geschenke zu Eid al-Fitr zurück? Die Fasten-Challenge. Fasten im Christentum geht auf die biblischen Vorbilder wie David, Nehemia und Daniel oder auch die Jünger zurück. Nicht auf ein verpflichtendes Gebot. Worauf geht das einmonatige verspätete Essen im Islam zurück? Eid al-Fitr-Challenge. Was wir zu Ostern, Paschaljahr, feiern, geht auf das biblische Passafest zurück. Worauf geht das Eid al-Fitr zurück? Wenn du wissen willst, warum der Ramadan nur auf der flachen Erde Mohammeds funktionieren konnte,
was für Textprobleme der Koran mit dem Ramadan hat und vieles andere mehr, schau dir gerne den ausführlichen Livestream an. Und nicht vergessen, mag ich... Hallo? Ja, das ist so krass. Ist das zu fassen, ihr Lieben? Aber guck mal, jetzt bekommt der Klaus immer mehr Aufmerksamkeit. Menschen, die seine Videos sehen und auch die Beweise nehmen, ne? Und auch lernen. Und genauso wie von mir und auch von anderen auch, ja. Also müssen sie sich wohl oder übel mit ihm auch beschäftigen, ne? Wer ist dieser Klaus? Ja, ist ein sehr guter Apologet, ne? Der betreibt Aufklärung in YouTube. Der ist aber nicht hier auf TikTok. Ja klar, Klaus ist sehr klug, ja. Also intellektueller, ne? Rhetorisch stark, intellektuell, ne? Ja. Gott segne auch dich, Gott segne euch alle. Wie heißt der YouTube? Ach so Kanal heißt er, danke. Sein Kanal heißt Ach so Kanal auf YouTube. Ach so Kanal. Da habt ihr auch eine sehr, sehr große Auswahl, wie viele Videos er hochgeladen hat gegen den Islam. Absolut krasse Beweise gebracht. Absolut empfehlenswert, ne? Absolut empfehlenswert. Ganz kurz mal was suchen. Er hat ein sehr gutes Video mal hochgeladen bezüglich auch der Überlieferung des Korans. Das ist so krass. Ja, der hat schon 6590 Abonnenten. Der hat 934 Videos rausgehauen. Ich habe wirklich eine Sache nach der anderen entdeckt, nach der ich nicht gesucht habe. Er hat so viele Videos rausgehauen, ey. Das ist auch heftig. Viele Muslime sagen uns, es gibt nur einen Koran. Er ist derselbe Koran weltweit und er ist seit der Zeit Mohammeds bis auf den letzten Buchstaben, bis auf das letzte Zeichen unverändert. Stimmt das? Nein. Es ist keine einfache Antwort. Es ist nicht einfach ja oder nein. Es reicht für den Moslem zu glauben. Ich denke aber, es sollte ein einfaches ja oder nein sein, Yasser Kali. Wenn du tief eintauchst, werden die Dinge sehr, sehr unbequem und schwierig. Das siehst du? Sollte nie. Das ist das. Wenn du, sobald du als Muslim tief eintauchst in den Islam,
wird es sehr, sehr problematisch. Deswegen machen die meisten Muslime das nicht. Sie kratzen nur oberflächlich an dem Islam, am Koran. Aber sie wollen den Islam bzw. den Koran nicht in der Tiefe begreifen, weil es welche Leute erklären. Was ist Ahruf? Now I said Ahruf previously, that's an Arabic word, and the singular is Harf, which means letter, so it literally means seven letters. But this word could also mean edge, the word Harf could mean edge, so maybe it means seven limits. And in fact, Muslim scholars have not been able to define this term with any unanimity, and a wide variety of opinions have been given as to what this term means. What does it mean to say that the Quran has been revealed according to seven edges or seven letters? It may mean, according to some scholars, that the Quran has been revealed according to seven dialects of the Arabic language. Eine häufige Deutung ist, dass es sich Dialekte handelt. Dieses Verständnis ist aber ausgeschlossen, weil für die schriftliche Darstellung von Dialekten die Vokalzeichen, also die vielen kleinen Striche und Punkte über und unter dem Konsonantentext, benötigt werden, die es damals noch gar nicht gab. Die Frage, was die Ahruf überhaupt sind, bleibt unbeantwortet. Dann gibt es die Qiraat, die verschiedenen Lesarten, man könnte sagen die verschiedenen Textversionen des Koran. Die meisten islamischen Gelehrten gehen davon aus, dass es 10 verschiedene akzeptierte Lesarten gibt. Mehr zu dem Thema gibt es aber im nächsten Video. Aber jetzt schauen wir uns mal einige Aussagen im Interview an. Was ist deine Position bezüglich der Bewahrung des Koran? Ist zum Beispiel Hasan Asim, siehst du das als direkt wirklich von Allah herabgesandt an, bewahrt von Allah, Allah ist der Gepriesene und der Erhabene, oder würdest du es nicht als herabgesandt ansehen? Was ist deine Position? Gut, okay. Zuerst einmal, Allah, er ist der Gepriesene und Erhabene, sagt, gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben, und wir werden wahrlicher Hüter sein. So, glauben wir es als eine theologische Angelegenheit, als eine Frage unseres Glaubens, dass Allah, Allah sei Dank, den Koran bewahrt hat, da gibt es keine Frage. Nun, natürlich gibt es da eine Frage, weil der Allah schon wieder sein Wort nicht bewahrt hat. Der Steinigungsvers ist weg, das Brustsorgen eines Erwachsenen ist weg. Viele Koranverse sind in den Tod gegangen mit vielen Sahabis in der Schlacht von Yamama. Wo hat der Allah denn sein Wort bewahrt? Kann mir das ein Muslim mal erklären? Der Koran ist unvollständig. Die Verfälschung des Korans, des Islams, euch mal präsentiere. Muss nur Zeit finden für dieses Spektakelvideo auf YouTube. Da geht's richtig zur Sache. Da gehen wir mal tief eintauchen in die Aussagen der Gelehrten. Da müssen wir mal eintauchen, aber richtig eintauchen. Die Aussagen der Gelehrten überprüfen. Ja, ihr bekommt Schock, ehrlich. Heilige Ziege ist stärker als Allah, ja genau. Unfassbar. Hören wir mal weiter. Wenn man bewahrt hat, da gibt es keine Frage. Ja. Nun, was das Thema selbst betrifft. So weiß jeder einzelne Student der islamischen Wissenschaft, der die Koranwissenschaft studiert, dass die schwierigsten Themen Ahruf und Qiraat sind. Und das Konzept von Ahruf und die Realität von Ahruf und die Beziehung zwischen Uthmans Mushaf und dem Ahruf und die Erhaltung der Ahruf, ist es eins, sind es drei, sind es sieben und die Beziehung der Qiraat zu dem Ahruf. Muslime sagen uns, es gab und gibt einfach nur einen Koran. Yasir Qadhi sagt, es ist kompliziert. Hängt das oder hört ihr mich gut? Man hört mich? Ja, sehr gut, okay. Fadi sagt, es ist kompliziert. Es ist sogar das schwierigste Thema in den islamischen Wissenschaften überhaupt. Was sind nochmal die Schwierigkeiten, die er nennt? Die Ahruf und die Qiraat. Was überhaupt Ahruf bedeutet? Warum es überhaupt Ahruf gibt? Und in welcher Beziehung die Ahruf zu den Handschriften stehen und auch wie viele Ahruf es eigentlich gibt. 1, 3, 7 und in welcher Beziehung sie zu den verschiedenen Qiraat stehen. Lernen Studenten der islamischen Wissenschaften nicht, dass es nur einen einzigen Koran gab und gibt? 1. Das ist doch ganz einfach.
Das ist ein Thema. Wenn du anfängst, als Student der islamischen Wissenschaften anfängst, dann, was ist das? Was geht hier vor sich? Na gut, aber dann studiert man weiter und man begreift es und es ergibt einen Sinn, oder? Wenn du ein... Ja genau, egal welche Beweise man gebracht werden, sie werden verleugnen, weil sie Angst haben. Das ist das. Die meisten von ihnen haben Angst, dass dieser Allah sie in Ewigkeit in die Hölle werfen könnte. Ne? Dabei müssen sie sich einfach nur ihren Verstand bedienen und sagen, warte, ich muss mich mal von diesem Zwang befreien, den Allah mir da aufgebürgt hat. Ne? Einfach mal nur befreien, einfach mal neutral die Sache betrachten, Allahs Buch mal neutral öffnen und mir das Internet zur Verfügung stellen, also zur Verfügung nehmen, was mir ja schon sowieso zur Verfügung steht, und das auch mal benutzen. Ja. Was ist denn mit Ausrüstung drin? Wallah! Ex-Muslim, Wallah! Der Echte! Ja, der Originale, so wie er lebt und lebt. Ist das Ex-Muslim? Ja? Ja! Der auch eben, der sich bekehrt hat. Ey, bist du der Echte? Ex-Muslim! Du hast heute die gute Möglichkeit, gerettet zu werden, mein Lieber. Wie bitte? Du hast heute die gute Möglichkeit, gerettet zu werden, indem du dein Leben dem Herrn Jesus Christus übergibst. Ich bin die falsche Person für dich. Warum? Weil ich glaube nicht an sowas. Warum? Du sollst aber an sowas glauben, weil der Glaube an Jesus Christus das Schönste ist. Warum soll ich? Weil Jesus Christus Liebe ist. Er hat aus Liebe heraus sein Leben für dich gegeben. Das sind deine Argumente, okay? Ist das nicht gut genug? Wenn zum Beispiel dein Freund sagt, ich lasse mein Leben für dich, ist das nicht wert, ihn hochzuschätzen und zu sagen, wow, was für ein Liebesakt? Doch, aber es ist jemandem, was ich sehen kann. Was? Doch, aber es ist jemanden, was ich sehen kann. Ach so, du glaubst nur an das, was du sehen kannst. Bin ich falsch? Ja, kannst du dein Gehirn sehen? Nein, aber ich weiß, dass es ist da. Ich weiß das. Sehr gut. Kannst du Gott sehen? Anatomie. Kannst du Gott sehen? Nein. Aber Gott existiert. Weil du sagst das. Nur weil du Gott... Gibt es dein Gehirn? Hast du dein Gehirn jemals gesehen? Meine was? Hast du dein Gehirn jemals gesehen? Ich kann es sehen. Mit dem Ärzten. Wie machst du das? Mit dem Ärzten und so weiter. Ich kann das sehen, Mann. Aber Gott wird nie angezeigt. Ah, du kannst mit dem Herz dein Gehirn sehen, ne? Nein, mit dem Ärzten. Mit deinen Ärzten kannst du Gehirn sehen? Ja. Hast du schon mal selber, hast du deine Augen zurückgemacht, dass du dein Gehirn sehen kannst? Du willst mich nicht verstehen, Mann. Ich glaube, du willst mich nicht verstehen. Okay. Es gibt Dinge, die wir nicht sehen und dennoch existieren. Ich habe, guck mal hier. Du kannst glauben und machen und folgen, wer du möchtest, oder? Natürlich. Das ist deine Entscheidung. Und meine Entscheidung ist, dass ich nicht mache, so wie du es machst. Das ist kein Problem. Ich wollte dir nur sagen, da gibt es jemanden, der dich über alles liebt und sein Leben für dich gegeben hat. Und du die gute Möglichkeit hast, gerettet zu werden. Die einzige Person, was mich über alles liebt, ist jemand, was existiert schon auf der Erde? Nein, selbst deine Familie liebt dich nicht so sehr wie Jesus Christus, glaub mir. Okay, alles klar. Ich lasse dich in Ruhe, ich lasse dich gleich weiter mit deinen Leuten. Gottes Segen, lieber. Möge der Herr deine Augen. Ja, das ist das, ne? Die wollen das nicht begreifen. Dieser Liebesakt, ne? Sie wollen diesen Liebesakt nicht begreifen, den der Herr da getan hat. Ne? Ja, so sind sie, ne? Danke. Es kann sein, dass ich jeden Moment hier weg bin, ne? Weil das System erkennt, dass ich am Fahren bin. Ich glaube, ich mache mich wieder, versteck mich in der Burka, oder? Ami, begegnest du manchmal solchen Menschen persönlich? Ja klar. Ja klar begegne ich denen. Überall, ne?
Ich habe ja auch ein normales Leben. Ich laufe ja überall hin. Das ist ja nicht so, als würde ich mich zu Hause verstecken. Nein, ich muss ja einkaufen, ich muss ja in die Stadt, ich muss ja dies und jenes. Ich stehe ja nicht unter Polizeischutz oder so. Ich habe auch ein ganz normales Leben. Ich gehe überall hin. So wie der Herr sagt, ich werde überall mit dir sein. Psalm 91. Das müssen wir sofort hören. Danke, Herr, für Psalm 91. Für dein wundervolles Wort, mein Herr und mein Gott. Psalm 91. Psalm 91. Überall und nirgendwo. Vollstes Vertrauen auf den Herrn. Mit all meinen Fehlern, Schwächen und Sünden. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht mit, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Amen. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Amen. Ich will ihn sättigen und langes Leben geben. Ich will ihm zeigen mein Heil. Danke. So sieht das aus. Was hat jemand geschrieben? Hat dich schon mal jemand angegriffen? Nein, ich hatte noch niemals jemand angegriffen. Es kam ein paar Mal vor, dass es so ein bisschen fast eskaliert wäre, aber der Herr hat immer wieder, ja, so mehr oder weniger eingegriffen, ne? Heftig, ne? Ich weiß noch einmal, als ich beim Training war, da kam ein Selafi zu mir, den ich damals schon gekannt habe, der meine ganzen Sachen beobachtet hatte. Und dann sagte der so zu mir, er meinte so, du wirst ja besser bewacht als Angela Merkel, sagte der zu mir. Ich würde angeblich besser bewacht werden als Angela. Ich mit dem Herrn. Er ist mein Schutz. Dann sagte der, da hat er irgendwie irgendwas, wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und dann wurde es ein bisschen lauter. Und dann hat er gesagt, am liebsten würde ich dich umbringen. Der war kurz davor, so richtig auszuflippen. Dann meinte ich so, hier bin ich, mach mal. Für mich war es ja gar kein Problem in dem Moment oder beziehungsweise immer zu sagen, hier bin ich, mach mal. Jetzt leg mal los und mach mal das, was du machen willst. Ne? Ja, und die meisten überlegen sich nochmal zweimal. Ne? Und der genauso, der hat dann ist nochmal in sich reingegangen und ist dann direkt abgehauen. Ja, es gibt Muslime, die natürlich nicht zimperlich sind. Die dann dementsprechend auch handeln. Ja, aber das ist das. Diese Glaubensgemeinschaft ist so. Ne? Was wollt ihr machen? Die sind mit diesem islamischen Geist vergiftet. Ne?
Das ist ja nicht der Heilige Geist, der anderen Menschen nicht wehtut, auch wenn man sie kritisiert oder ihren Glauben kritisiert. Nein. Das ist der unheilige Geist. Warum wurde der wütend? Ja, weil wir miteinander so eine hitzige Diskussion hatten. Der wollte das nicht verstehen, dass Jesus mich beschützt. Da meinte er, ach, was für dein Jesus, erzähl nicht so einen Quatsch, Mann. Allah ist der Einzige. Und ich sage, nein, Jesus ist der wahrhaftige Gott. Ja, und dann, wenn du sowas schon sagst vor so jemanden, dann flippen die ja schon aus. Ne? Ja. Allein wenn du nur sagst, Mohammed war niemals ein Prophet, da wollen die dich sofort nackt therapieren. Nur wenn du sagst, Mohammed ist kein Prophet. Und wir haben die Beweise aus Koran und Hadith und Sunna. Sauer, wenn man sie nicht, ja, nicht weiter. So ist das, sie werden immer sauer, immer. Sobald du irgendwas erwähnst gegenüber Mohammed, dass er kein Prophet war, du kannst es ganz locker und leichtsinnig, also ganz locker und liebevoll sagen, dass du nicht an Mohammed glaubst, dass er für dich kein Prophet war, da flitten die schon aus. Ne? Egal wie du es sagst. Sind die Leute. Sobald du sagst, Mohammed war kein Prophet, bist du dran. Das heißt, dass du ihren Propheten ablehnst und somit sagst, ja, dass der Islam falsch ist. Ja. Du musst dir mal vorstellen, dass es eine Glaubensgemeinschaft, die auf dieser Welt gibt, die, wenn du ihren Propheten leugnest, die dich in die Ewigkeit schicken. Unglaublich. Hier können sie es noch nicht ausleben, aber sobald sie die Mehrheit gebildet haben, geht es zur Sache. Genau wie der Pierre Vogel, als der vor kurzem so ein Video schon wieder hochgeladen hat, in dem ein Islamkritiker mit so einem Schild an so, bei so Muslimen irgendwie das Schild hochgehalten hat, ein bisschen provoziert hat. Da seht ihr, guck mal, wie die Zeitung das darstellt, dass die Muslime den angegriffen haben und so, obwohl nichts passiert ist. Ja, es ist nichts passiert, weil die Muslime Schiss hatten, eventuell von der Polizei ins Gefängnis geworfen zu werden. Deswegen haben sie nicht gehandelt. Aber in den islamischen Ländern, ihr Lieben, was wäre da gewesen? Ich bin Daesh. Aha. Ja, vielleicht kannst du uns die Akida des islamischen Staates mal näher bringen. Erklär uns mal die wahre Strömung des Islams. Beziehungsweise auch den Euro-Shisha-Muslim. Komm, nimm mal an. Weißer Türke, nimm mal an. White Turk. White Turki. Nein, ich war gerade am telefonieren. Ja, wo ist der weiße Türke denn hingegangen? White Turk. Der sagt, ich bin Daesh und dann traut er sich nicht, hier so hochzukommen und zu reden. Ja, warum sagst du das denn dann in den Kommentarbereichen? Das steht doch zu deiner Ideologie. Sag, ja, ich bin vom Islamischen Staat und ich liebe den Islamischen Staat und ich möchte die ganze Zeit beim Islamischen Staat bleiben. Und die Akida des Islamischen Staates ist die wahre Akida und. Also einfach zu seiner Religion mal stehen. Einfach zu seiner Religion stehen. Ich komme jetzt gleich wieder. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم. So, jetzt setzt mal die Luft an und bist mal ganz still. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Das ist der Typ, ne, der letztes Mal hier reingekommen ist und geleugnet hat, dass er ein Muslim ist, ne? Das ist der. Willy, Willy, Willy. Das ist Kamelurin. Sehr, sehr heftige Kamelurin.
Amir, mein Lieber, wie geht's dir? Hast du dich jetzt ausgetobt? Gott segne dich. Hörst du mich? Gott segne dich und deine Familie. Weil ich höre dich gerade nicht. Kann sein, dass es an meinem TikTok liegt. Ja, kann Hört sein. Hört ihr mich? Glaub nicht, ey. Ich muss nochmal eine Anfrage stellen, wenn du nochmal rein musst. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Was so eine schöne Stimme, Amir. Mag ja Wunderschön, wunderschön. Amir, kommst du gleich Freitagsgebet? Ich komme Freitags. Ey, was würdest du machen, wenn ein Hund in die Moschee reinkommt und dort pinkelt? Ist mir noch nie passiert. Ich habe auch noch nie von solchartigen Fällen gehört. Ich würde es sauber machen, die Stelle desinfizieren und ja, aber was man da genau macht, das kannst du mir bestimmt noch besser erklären, weil du kennst dich aus mit den Büchern. Dann hau mal raus, lieber Amir. Ja, genau, du hast schon sehr gut gesagt. Aber was würdest du denn sagen, wenn ein Muslim da einfach reinpisst? Also es gibt eine Überlieferung, kann ich dir auch so mit auf den Weg geben, von deinen Hadithen. Du bist ja Hadith. Moment, lass mich ausreden, Amir. Wir bleiben ja mal so. Es gibt eine Überlieferung, da hat ein Mann aus Unwissenheit in die Prophetenmoschee reingepinkelt. Daraufhin sind dann alle aufgesprungen, wollten ihn Nacken therapieren, ne, wie du das immer so schön sagst. Aber ja, dann ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hingegangen, hat gesagt, lasst ihn Mann in Ruhe, er war unwissend. Und, also der Mann wusste nicht, dass die Leute dort eine Gebetsstätte haben, deswegen wusste das nicht, ne? Er hat auf jeden Fall sein Leben gerettet. Er hat sein Leben gerettet. Und dementsprechend müsste man davon ausgehen, dass Muslime eigentlich friedliebende Menschen sind und nicht nur auf Nackentherapie stehen, wie der liebe Amir das immer sagt. Friedliebende Menschen, friedliebende Menschen. Ja, Amir, mein Lieber. Wir haben sehr viel Frieden verbreitet in den ganzen. Du kannst mir bestimmt sagen, welcher Hadith-Nummer das ist, was ich dir gerade gesagt habe, oder? Ey, alle Hadithe kenne ich nicht auswendig, aber ich kenne den Hadith, in dem Mohammed gesagt hat, wie friedlich man mit Juden umgehen sollte, in Sahih Bukhari 29, 26. Den kenne ich nicht, den Hadith, aber ich kann dir auch noch einen Hadith nennen. Ein Jude hat die ganze Zeit immer Müll vor seine Haustür geworfen und er hat ihn mit Blumen entgegnet. Warum hat er das gemacht? Er hat gesagt, er ist unwissend. Gib mir mal bitte den Hadith, gib mir mal bitte den Hadith. Kann ich dir nicht sagen, Junge, ich faste nicht mal. Halt dich fest, ich faste nicht mal. Ich werde wahrscheinlich mit dir zusammen in die Hölle gehen, aber du weißt du, was der ohne Jesus Christus geht jeder Mensch in die Hölle. Bitte? Jeder Mensch geht ohne Jesus Christus in die Hölle. Bist du mit Jesus Christus? Amen, natürlich. Okay, eine Frage an mir wirklich. Was ist denn mit den Menschen vorher? Gehen die in die Hölle? Sie werden nach ihren Werken gerichtet, so wie die Bibel das sagt. Also akzeptierst du die anderen tausend Propheten? Der Herr wird das schon gerecht machen, mach dir keine Sorgen. Also akzeptierst du die anderen Propheten nicht? Deinen Propheten akzeptiere ich auf jeden Fall nicht. Okay, ihn akzeptierst du nicht. Der gesagt hat, dass man Juden nackt therapieren sollte. Akzeptierst du Abraham? Abraham akzeptiere ich, ja. Okay, die Leute haben von Abraham gehört, aber nichts von Jesus. Was ist mit den Leuten? Habe ich doch gerade gesagt, sie werden nach ihren Werken beurteilt. Du musst Gott das lassen, das richten, okay? Also erst seit Jesus gibt es einen Maßstab. Nein, gab es auch schon vorher. Du siehst doch, dass der Kerl verlangt. Kannst du mich mal ausreden, dass was ist los mit dir? Selbstverständlich, mein Lieber. Ah, siehst du, der Herr hat doch gesagt, dass man Opfer bringen soll, verstehst du? Dass immer Blut fließen musste. Und die Menschen so auf Vergebung ihrer Schuld erlangt haben. Und der Herr Jesus Christus kam ja dann das in das Seine und bietet den anderen Menschen auch die Gnade an. Und jeder, also vergießt dein Gott Blut? Bitte? Vergießt dein Gott Blut? Vergießt denn dein Gott Blut? Nein. Warum hat er das Blut eines unschuldigen Jungen, der noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hat, in Sura 18, Vers 74 schlachten lassen?
vergießen. Ich glaube, das ist die Stelle, wo das dann im Nachhinein heißt, und der Junge hätte großes Unheil über seine Familie gebracht. Meinst du diese Stelle? Ja, genau. Also der Allah war sich noch nicht mal sicher. Ja, der sagt, hat sich ja also selber beantwortet. Es steht ja, aber er sagt, dran, warum. Er war sich ja nicht sicher. Allah kannte die Zukunft ja nicht. Doch, Allah kennt ja die Zukunft. Ja, warum nennt er denn, warum sagt er dann, wir vermuteten? Wir reden jetzt nicht von Allah, wir reden nur über Gott. Ja, Gott. Ja, wer ist denn Allah für dich? Gott. Ja, aber. Ja, also, du Atomwissenschaftler, ey. Hast du überhaupt noch ein Gehirn oder was, heißt Mann? Denn Gott auf Arabisch. Willst du mich gerade verarschen oder was? Was heißt Gott auf Arabisch? Das heißt Wahlawalizahul. Nein, das heißt Allah. Das heißt sogar, dass die Christen... Nein. Ja, aber ist es der gleiche Allah? Das ist die Frage. Ist es der gleiche Allah, den die arabischen Christen haben? So nett, mein Freund. So nett. Nein, so nett. Bei der Tatsache, so nett. So nett. So nett, Jung. Also, sind wir jetzt mal zurück bei der Araber, die Christen in den arabischen Ländern. Was sagen die zu Gott? Die sagen Allah. Aber ist es der Allah, den... Es ist der Allah. Es ist der Allah, den die arabischen Christen Heiliger Geist nennen. Mit mir beißt du dir alle deine Zähne raus, inklusive Implantate. Nee, mit dir beißt du überhaupt gar nichts. Du beißt höchstens in den PNIS deines. Du weißt schon was. Okay, ganz kurz, warte, eine Sache noch. A'udhu billahi minal shaitan rajim. Bismillahi rahman rahim. Ja. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الجنة 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 جهنم في فليغة. Das ist dein Shaitan, der gerade austickt, ne? Wie fandest du meine Rezitation? Ey, aber ich muss noch eine Sache sagen. Damals fand ich eine Rezitation sehr, sehr schön. Das muss ich wirklich zugeben. Welche? Das hat wirklich mein Herz berührt. Guck mal. Welche denn? Die hier. Die hat mein Herz so berührt, ey. Das war unfassbar. Das, da muss ich wirklich zugeben. Das jetzt hat mein Herz nicht so mit irgendeinem albanischen Lied, mein Junge, ne? Nein, hat mal ein bisschen Respekt, Mann. Was für albanische Lied, Mann. Ach so, sind Albaner. Diese Rezitation hat mir mein Herz damals, als ich noch Muslim war, hat mich das so berührt, das muss ich wirklich zugeben. Das war einer der besten Rezitatoren, guck mal. Also warst du eine Zeit lang Muslim, ja? Kama. كان كتابا بشريا والظالمين الذين ضلوا الناس وأولوا في كتابهم تهود. Amen. Was heißt das übersetzt? Das heißt, die Bücher wurden offenbart, aber sie wurden ungläubig und weiter und so fort. Ne? Amir, guck mal, ich merke es. Guck aber mal, fandest du das auch schön? Ich kannte die Rezitation nicht. Ich kannte sie nicht. Aber. Aber fandest du das schön gerade, den Koranvers? Ich glaube, das war nicht mal ein Koranvers, wenn ich. Oh, das war ein richtiger Koranvers. Ich habe das noch nie gehört. So wie es gerade da gesagt wird, habe ich es noch nie gehört. MashaAllah, Amir wird wieder Muslim. Schön. Der Ex wieder da Muslim nennen wir dich. Ist das schön oder ist das schön? Amir, ich weiß, du bist ein ganz raffinierter, ne? Und ich weiß, du bist ja auch nicht doof, ne? Du hast ja ganz viele Gehirnzellen, die top funktionieren, ne? Aber an mir beiße dich deine Implantate raus, Jung. Mich kannst du nicht vorführen. Ich bin einer von deiner Araber, diese Araber, die du auseinandernehmen kannst. Ja, aber meinst du an das Körperteil oder was meinst du mit hier beißen in irgendwelche Dinger? Nein, ey, Amir, jetzt Emma, ey. Aber warum zeigst du keinen Respekt? Also wir werden hier nicht. Respekt vor deinem Koran. Warum zeigst du keinen Respekt vor deinem Koran? Ich kann dir nicht sagen, ob das vom Koran ist, mein Lieber, aber ich kann dir sagen, ich merke es in deiner Stimme. Guck mal, ohne Witz, ich merke es in deiner Stimme. Eigentlich liebst du den Islam und du machst umgekehrte Psychologie mit den Menschen. Religion, in der Gott sagt, dass wir andersgläubige Nacken therapieren sollen und von den Schutzgeld verlangen. Natürlich liebt man so eine Religion. Warte doch kurz. Durch dein
aufklären, ne, finden so viele Menschen überhaupt das Interesse am Islam. Also du bist wirklich einer der besten. Was meinst du, viele Menschen in Islam verlassen? Du machst dadurch die beste Dawa überhaupt. Was meinst du, was die Menschen den Islam verachten und verlassen haben, seitdem ich aufgetreten bin? Ja, ich weiß. Aber weißt du, wie viele sich zu dem Islam bekennen? Die denken sich, hör mal, der Einige hat mir da was gesagt. Du wirst sehen, innerhalb von ein paar Wochen, Monaten sind sie alle wieder raus aus dem Islam. Es ist so. Genau wie aber, du. Aber genau du gibst wie du. Zu. Du siehst ja, dass du selber gar kein Moslem bist. Du fasst aber du es ja gibst nicht. Zu. Du sagst du einfach nur mit deinem Mund, dass du Moslem bist. So. Aber du gibst du doch zu. Du trinkst am Morgen früh trinkst du schon ein paar Becks. Und man hört das an deiner Stimme. Ach was, man hört das. Und jetzt kannst du rausgehen, weiter Alkohol saufen. Erlei. Hallo. Wie geht's? Gut, gut. Und dir? Auch sehr gut. Danke. Ja, also ich glaube, der hatte Prozente oder so, keine Ahnung, aber. Yeah. Ich wollte sagen, und zwar die Muslime, ne, die sagen immer, die würden gerne mich in einem orangenen Anzug stecken oder so, weißt du? Was würden die gerne? In einem orangenen Anzug stecken, weißt du, was ich meine? Ja. Die sind schon krank, aber die gehen das alles zu irgendwie. Natürlich, ja. Aber dann gibt es halt noch die, ja, so haben die und so, ne? Aber, allerdings, ich habe noch Frage, also kennst du Sheikh Al-Fawzan? Ja, Sheikh Amin! Hallo, mein Lieber, warte ganz kurz. Was geht, Sheikh Amir? Sheikh Al-Fawzan ist der Sheikh von Sheikh Abu'l-Bara, von Sheikh Ibrahim und wie die alle heißen. Der sagt selber zum Beispiel, eine Frau darf nicht mal entscheiden, ob ihr Mann eine zweite Frau oder so heiraten will, ne? Hast deine Schnauze, ja, du erzählst nur Blödsinn. Das sagt Sheikh Al-Fawzan in einem Video. Ihr erzählt nur Blödsinn. Ihr seid Teufel, die wollen die Menschen innenleiten. Das wollt ihr. Dein Gott ist der Teufel. Soll ich das beweisen? Nee, ist er nicht. Mein Gott ist im Gegensatz zu deinem Gott kein Mensch. Doch, dein Allah hat Körperteile. Sura 68, Vers 2. Lüg nicht. Dein Gott hat drei Augen. Lüg nicht. Dein Gott ist Transformers. Lüg nicht. Du bist der größte Lügner. Du willst die Menschen irreleiten. Okay, wenn ich dir das beweise, verlässt du Islam. Ihr wollt die Menschen irreleiten. Ihr wollt die Menschen. Okay, wer will die Menschen irreleiten? Ich dachte, das ist Allah. Ihr seid wie Teufel. Ich dachte, Allah leitet die Menschen in die Irre. Wie kann ich das denn machen? Wie kann ich denn Menschen in die Irre leiten, wenn das die Aufgabe deines Gottes ist? Ja, ihr macht hier so dumme Sachen, ihr erzählt über den Islam dumme Sachen. Wir sind, im Gegensatz zu Muslimen, wir sind nicht so wie ihr. Ah, ihr seid nicht so? Nee. Ah, wie erklärst du denn, dass die ganze Christenverfolgung in islamischen Ländern so brutal ist? Sag mir wo. Saudi-Arabien, Sudan, Pakistan, Iran, Afghanistan, hier, die ganzen anderen Länder wie Nordafrika, Marokko, Tunesien, Algerien, Libyen, nee, und hast du nicht gesehen? Stimmt nicht. Reicht das aus? Ägypten. Kamelurin für dein Gehirn, mein guter Mussel. Wow, für dich. Du brauchst ganz viel Gehirn. Die Wahrheit tut weh. Von deinem Kamelurin, damit du ein paar Gehirnzellen bekommst. Oh, schäm dich, Amir, schäm dich. Wallahi, wallahi, dieses Niveau sinkt auf das herab. Schäm dich, dass du dich machst. Schäm dich, dass du ein Hybridgott anbetest. Ihr betet einen Menschen. Nein, ich komme auf dein Niveau herunter. Verstehst du, wenn ich dir sage, dass dein Gott Körperteile hat, dann musst du mich fragen, Amir, zeig mir das mal bitte, aber behaupte nicht etwas. Wäre das nicht mal angebracht? Jetzt ist er rausgegangen, der Typ. die sind alle so. Kamelurin. Ja, hallo, Ex-Muslim. Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Oh, Mashallah, Bruder, die Decke auch. Ey, Bruder, ich finde es echt geil, was du machst, Diggi. Mach auf jeden Fall weiter. Ja, wir geben dir auch. Ich hoffe, dass du noch viel erfolgreicher wirst, dass alle deine Videos sehen, Bruder. Und ich wünsche dir alles Gute, auch für die Zukunft.
Danke, ich dir auch, mein Lieber. Gott segne dich. Bruder. Ciao, ciao. Und ich wünsche dir einen unbefristeten Aufenthalt in Deutschland, damit du nicht mehr nach Serbien musst. Aber ich bin doch Deutscher, Mann. Ich bin deutscher Staatsangehöriger. Ich weiß, du bist Deutscher, aber der eine mit dem Rattenfoto gerade, den meine ich. Kein Angriff, ne? Er hatte das Foto. Keine Ahnung, warum er das hast du keinen Respekt vor deinem Propheten, oder was? Amir, komm, lass es doch sein. Mich kannst du damit nicht aus der Deckung locken. Mich juckt es nicht, was du sagst. Ich geh nicht für dich in die Hölle. Du nimmst dein Holz selber. Du fasst es doch gar nicht. Laut deiner Religion gehst du in die Hölle. Du bist auf Allah. Siehst du? Amir, wenn ich rede, bist du ruhig, okay? Alles klar. Warte ganz kurz. Guck mal. Ich habe kapiert. Ich habe das verstanden. Wenn du redest, bin ich ruhig. Alles klar. Raus mit dir. Er zitiert ja die Sure 109, Vers 6. Ne? Warte, ich muss dir noch einen Kamelurin-Song hinterher singen. Kamelurin für diesen kleinen Jungen, der gerade drin war. Kamelurin, vielleicht braucht er wieder einen dicken Schluck. Kamelurin, damit die Gehirnzellen wieder arbeiten. Kamelurin. So, jetzt bin ich wieder da herein. Also das Ding ist, er zitierte ja gerade 109 Vers 6, obwohl das abrogiert worden ist. Du musst lauter sprechen, mein Bester. Er zitiert ja Sure 109 Vers 6 mit deiner Religion und meiner Religion. Weißt ja, du? Genau. Das ist ja abrogiert worden, laut Tafsir al-Qurti bin al-Baghawi. Ja, genau, sehr gut. Aber ja, DSDS, Deutschland sucht den Sheikh. Ich mach da bald mit. Deutschland sucht den Sheikh. Echt mit 32 Millionen Zehn. Ah, ist das aber dann, Dings, ich geh dann mal. Dann viel Spaß da noch, ne? Okay, Gott segne dich, mein Bester. Ciao, ciao, Gott segne euch. Ja. So, Kamelurin, komm weiter. Jetzt siehst du, hier habe ich dich bekommen. Kamelurin, da sagt er doch gerade, du bekommst mich nicht an, die hast deine Zähne auszubeißen. Er macht das genau wieder mit. An mir hast du die Zähne auszubeißen. Er macht den Quatsch noch mit. Guck dir das mal mit an, dann nennt sich Moslem. Kamelurin. Für diesen Goldstein, oh ja. Kamelurin, geh und hol den Holz rein. Hör auf, mir anfangen zu stecken, du Goldstein, du, ey. Du Savasch. Savasch. Jawasch, jawasch. Schick mir keine Anfrage, mein Kleiner. Es reicht mir mit dir. Sag lieber Gänsehaut. Kann doch nicht wahr sein. Man schlucken können. Wo steht das mit den Körperteilen? In Sahih Bukhari 7439, Sahih Bukhari 4848 und hier im Koran findest du das auch in Sura 68, Vers 42. Dass Allah fünf Finger hat, findest du zum Beispiel in, sag ich dir sofort. La 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 la. Kamelurin. Als wäre das so ein echter Song, ne? Als hätte man den irgendwo schon mal im Radio gehört. La la la. La 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 la. Als kennt man irgendwo die Melodie, ne? Danke, Toni. Ja, Allah zeigt den Menschen sein Schienbein. Sahih Bukhari, Band 9, Buch 93, Hadith 5328. Allah hat fünf Finger. Sahih Bukhari, Band 9, Buch 93, Hadith 510. Allah steckt seinen Fuß in die Hölle. Sahih Bukhari,
Band 8, Buch 78, Hadith 654. Allah lacht. Sahih Bukhari, Band 1, Buch 12, Hadith 770. Ja, so sieht's aus. Allah ist ein kleinwüchsiger Mann, bartlos, mit wolligem Haar und einem grünen Anzug. Bayan Talbis al-Jamia von Ibn Taymiyyah, Band 7, Seite 290. So sieht's aus. So sieht das aus. Wie viele Beweise brauchen wir denn noch? Wie viele denn? How many? Geht man als Christ was auch immer, wenn man Jesus nicht glaubt, in die Hölle, kannst du erklären? Ja, natürlich. Der Jesus Christus ist ja gekommen, um jedem Menschen die Gnade anzubieten. Das heißt, wenn du die Gnade Gottes ablehnst, so hast du auch deine Ewigkeit verfehlt und abgelehnt. Gott zwingt dich ja nicht, an ihn zu glauben. Deswegen lässt er aus Liebe heraus die Entscheidung, auch aus Liebe heraus eine Entscheidung für ihn zu treffen. Sowohl er liebt dich und lässt dir aus Liebe die Entscheidung, als auch du solltest ihn lieben und eine freie Entscheidung für ihn treffen. Ibn Majah 4078, ja. Gerade gekillt worden. Wo ist dieser Coach Frankfurt schon wieder hin? Coach Frankfurt, bist du hier drin, hä? Couch. Couch, ich habe auch eine Frage. Couch, ich habe eine Fitnessfrage. Couchy. Mr. Couchy. Der ist live? Aha, der ist live, der Couchy. Warum kann ich denn keine Einladung schicken? Antwort gleich Granatapfel. Kamelurin. Ja. Für uns alle. Kamelurin gibt dir heute. Kamelurin ist so schön. Diese Melodie ist einzigartig, ne? Ey, also ich hab davon so Ohrwurm, den ganzen la, 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 la. Aber woher kenne ich diese Melodie? Ich hab die schon mal gehört von irgendwo. Ja, wo ist das denn nochmal? Oder hab ich das jetzt wirklich nur erfunden, die Melodie? Oder gibt's die irgendwo? Die haben wir total bekannt. Die Melodie erfunden, ohne Witz. Das ist unsere Melodie. Das ist krass. Das ist wirklich krass, ey. Auf jeden Fall, ey, Gottes Segen, Bruder, ne? Sorry. Gott segne dich und deine Familie. Ey, diesen Song, ne, wenn der nicht einmal auf Spotify gibt's, ne, denn. Ja, lass mich wenigstens daran was verdienen, ey. Ja, ja, bitte. Ja, bitte. Für die Hetzerei-Aufklärung. Ja, aber ehrlich, dann besorge ich mir mein eigenes Studio und werde von dort aus richtige Livestreams abhalten und alles. Das wäre heftig. Und dann lade ich die Leute ein und so. Richtig geil, ey. Ich sag dir das, ich schwör's, dieser Song an mir, der geht mir, weiß nicht, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja, das ist heftig. Das du brennst dich richtig rein. Aber richtig. Ja, dieser Begriff, der Burner, hat nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn ich meinen Kamelurin-Song hier reinbretter, weil das ist für mich, der brennt sich ein. Burner. Der brennt sich richtig in Gänsehaut. Genau, das ist ein richtiger Burner. Gänsehaut. Gänsehaut. So sieht das aus. Und sonst alles okay bei dir, mein Bester? Alles super. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Man lebt und man lacht und man freut sich und ja, alles ist okay. Aber es könnten auch ganz andere Tage kommen, ne, wo man auf einmal traurig ist. Und haben wir leider ja öfters genug, ne, wir Christen. Bitte was? Das haben wir öfters genug, ne, wir haben ja öfters mal, ne, so schlechte Tage. Ja, aber wir dürfen niemals vergessen, dass Menschen es weitaus schlimmer haben, als wir hier in Deutschland, ne. Wir dürfen uns eigentlich, ja, niemals dürfen wir eigentlich unglücklich hier sein, ne.
Niemals. Gerade wie hier in Deutschland, ne? Wie, uns geht's hier einfach noch zu gut, ne? Ja, genau, richtig. Das ist ja. Ja, man kann jeden Tag immer nur das Beste wünschen, das Beste machen aus dem Tag. Und ja. Und wie gesagt, ich hatte ja mal von meiner Freundin erzählt, ne? Mir tut das auch einfach immer noch so im Herzen weh, ne? Das lässt mich jetzt seit einer Woche, seitdem ich sie wieder kennengelernt habe, es lässt mich einfach nicht los, ne? Das zerreißt ein bisschen mein Herz. Bin ich ehrlich. Ja. Ja, weil das ist, ja, es ist leider traurig, ne, dass sie einfach nur aus Liebe konvertiert ist und sich darüber keine Gedanken gemacht hat. Also, weißt du, sich darüber. Muss mal ein bisschen lauter sprechen, mein Bester. Ach so, hörst du mich jetzt besser? Ja, du musst so nah wie möglich ans Telefon kommen, damit deine Stimme lauter wird. Ach so, okay. Ja, es schmerzt einfach, ne, wenn man das denn miterfahren, also, was man das denn mitbekommen hat, dass sie konvertiert ist und nur aus Liebe heraus und sich selber nicht informiert hat. Hörst du mich? Ja, das ist einfach sehr, sehr schlimm. Und deswegen, das zerreißt ein bisschen mein Herz. Das zerreißt echt mein Herz seit einer Woche, seitdem ich das weiß. Und ja, heute treffe ich mich mit ihr. Und da wollte ich ihr mal ein bisschen erklären, ein bisschen erzählen aus den, ne, aus den Büchern von Koran, Hadithen, Sunna und so. Und da wollte ich ihr auch deine WhatsApp-Gruppe zeigen. Und da hab ich auch alles vorliegen. Und dann hoffe ich einfach nur, dass sie in sich geht und dann auch wirklich, ne, eine Entscheidung trifft für den richtigen Weg. Ist das deine Schwester? Nee, das war meine Ex, mit der war ich, als ich 23 war ich mit ihr zusammen. Damals Ach war so, sie, okay. Ja, und damals halt war sie noch keine Muslima. Und, ja. Und per Instagram habe ich sie dann angeschrieben, ob sie nicht mal Lust hätte, mal sich zu treffen. Und daraufhin haben wir uns dann getroffen. Und dann, währenddessen wir unterwegs waren, kamen wir ins Gespräch, ne, haben wir über Gott und die Welt natürlich gesprochen. Und da hat sie mir erzählt, dass sie Muslima sei. Und ja, dann kam das alles raus. Und ja, da war ich natürlich erstmal schockiert, ne? Ja. Ja, und das muss ich jetzt irgendwie heute Abend mal ein bisschen eintrichtern, was der Koran alles sagt, was der Prophet alles gemacht hat. Und das ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Ne? Ja, möge der Herr dich auf jeden Fall begleiten auf deinem Weg, ne, da Aufklärung auch zu machen. Danke, Bruder Amir, danke. Ich hoffe sehr, dass sie das versteht und sich das sehr zu Herzen nimmt. Ne? Weil heutzutage die Mädels, die sehen das alles nur, TikTok-Muslime, diese Euro-Shisha-Muslime sagen dann, Mashallah, ich bin Moslem, aber sich nicht einmal mit diesem Koran und die ganzen Schriften sich damit befasst haben, weißt du, das verstehe ich einfach nicht. Ja. Das ist einfach sehr, sehr traurig. Das ist, ja, das ist sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. Aber, solange der Kamelurin-Song reinkickt, ist ja alles okay, ne? Okay, mein Lieber, mach's gut. Ja, Gott segne dich. Gott segne dich auch, Bruder Amir, ne? Wir hören uns. Ciao. Okay, ciao. Ja, ist natürlich immer wieder sehr, sehr traurig zu hören, dass irgendjemand sich für den Islam entschieden hat. Das ist sehr, sehr traurig. Ich kann das, ne, wenn man einmal das Leben so von Jesus Christus sich mal durchgelesen hat und das mal mit dem Leben anderer vergleicht, die in der Weltgeschichte aufgetreten sind, wie kann man da irgendjemand anderes dann noch folgen? Das ist für mich unvorstellbar. Der Gerechte, niemand von euch kann mir auch nur eine Sünde nachweisen, ne, sagt der Herr. Das ist heftig. Schade. Schade um jede wundervolle Seele, die verloren geht. Ne? Schade. Naivität und Ignoranz, ja. Ja, okay, bell jetzt nicht rum in den Kommentarbereichen, Gyro. Entweder du kommst hier rein oder ich schalte dich stumm. Entweder du kannst normal reden oder du gehst auf Stummschaltpaket. Keine Lust auf Rumtrollerei hier in den Kommentaren. Komm ganz normal hoch, rede wie ein vernünftiger, zivilisierter Mitteleuropäer und dann ist auch supi. Er ist alles Tutti, ne? Ich gehe Gyros essen, ja, sehr schön. Guten Appetit. Ja, komm hier zu Dr. Scheer, wir können über alles reden. Und dann kriegen wir das Ganze schon hin. Wir machen aus dir einen guten Christen. Wir machen aus dir einen wundervollen Christen. Also. A
Amir, bitte lies Al-Adab al-Mufrad 1183, ja, wo Mohammed die Zunge in den Mund von Al-Hassan reinsteckt. Ist das richtig? Habe ich recht? Habe ich recht? Ja. Ja, der wundervolle Prophet des Islam steckt einfach die Zunge in den Mündern von Kindern. Da nimmt nochmal das Wort Ed von Schleck nochmal eine ganz andere Bedeutung. Kennst du das Eis? Das war mein Lieblingseis. Ed von Schleck. Ist das heftig. Was ist denn hier mit meiner Klimaanlage los hier? Das wird ja gar nicht kalt. Ich glaube, ich muss das mal überprüfen lassen hier. Du bist ehrlich krank, ja. Wenn ich ehrlich krank bin, ja, was ist denn dann dein Vorbild? Der unter schwarzer Magie gelitten hat, der die Zunge in den Mund von anderen Menschen reinsteckt, der sich den Bauch von Männern küssen lässt, der anderen Menschen die Hände und Füße abgeschnackert hat und Kleinstkinder geheiratet hat und mit 9 Jahren sie, du weißt schon. Ja, was ist der denn dann? Also, ich bitte dich, hör mal. Kannst du den Dr. Sheikh Abu Hamid nicht so hier beleidigen? Darf doch wohl nicht wahr sein. Hör mal. Hör mal, das kann ich doch nicht zulassen, du. Das geht doch nicht. Ein wahrer Shaitan war das. Ami, inshallah, findest du deinen Frieden? Ich glaube, ich habe meinen Frieden in Jesus Christus gefunden. Das glaubst du gar nicht. Weißt du auch warum? Weil Jesus Christus dir den wahren Frieden anbietet, nicht Religion. Du schwebst also in allergrößter Gefahr, weil du mit einer Religion in den Tod gehst und keine Rettung erfahren darfst. Das ist das. Denn der Herr Jesus Christus sagt ja, ich gebe dir meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt dir nicht geben kann. Und damit meint er auch alles, was hier in dieser Welt vorhanden ist. Denn diese Welt ist trügerisch. Nur Jesus Christus gibt dir diesen Frieden, mein Lieber. Und Insha Jesus wirst du diesen Frieden finden, den wir Christen in uns haben. Nämlich den wahrhaftigen Frieden, den Gott uns in unser Herz reingelegt hat. Amen. Danke, Maria. Und ich lobe den Namen des Herrn, denn ich liebe ihn und habe ihn gern. Gänsehaut. Hä? Wie komme ich in die WhatsApp-Gruppe? Hier die Moderatorin anschreiben. Mami, du hast leider nicht deinen Frieden gefunden. Aber glaub mir. Glaub mir, als ich herausgefunden habe, dass Allah die Erde auf dem Rücken eines Wales platziert hat, da habe ich sehr meinen Frieden gefunden. Gepriesen sei der Jesus Christus in alle Ewigkeiten. Amen. Ich hoffe, dass du das auch herausfindest, ne? dass die Erdkugel nicht auf dem Rücken eines Wales ist. In Sura 68, Vers 1. Darfst du dir eben abpassen. Da habe ich für euch alle gepostet in meinem WhatsApp-Kanal. Ja, ich hoffe, dass du eines Tages dann auch erwachst und erkennst, dass dieser Gott behauptet, dass Frauen Spermien haben, dass er im Rippenbereich sitzt und dass Mohammed gesagt hat, dass wer zuerst kommt beim Akt, dem wird auch das Kind ähneln, ne? Das ist also eine unsinnige Aussage, hat kein Hand und Fuß, hat keinen Halt, nichts, ist einfach lächerlich und somit ist der Islam auch Geschichte, allein von der Perspektive aus. Und dann siehst du noch, wie Allah seine Verse von einem jüdischen Rabbiner kopiert, von einem arabischen Dichter, von Ibn Abi Sa'd in Sure 693, der Mohammed als falschen Propheten entlarvt hat. Also was brauchst du noch mehr? Was brauchst du noch mehr? Selbst seine Worte sind im Koran gelandet. Allah ist der beste Schöpfer von allen. Das ist kein göttliches Wort, sondern von einem Menschen. Allah ist der beste Schöpfer von allen, ist von Ibn Abi Sa'd, der Mohammed als falschen Propheten entlarvt hat. 10 Minuten Recherche und ich sage dir, du verlässt den Islam. 10 Minuten brauchst du nur. 10 Minuten Recherche brauchst du nur, um diese Religion zu verlassen und dir einen Krater zu verpassen.
Minuten. Anstatt 10 Minuten in Kamiluri zu investieren, 10 Minuten in seine Ewigkeit, das reicht doch schon. Ah, hier fährt jemand mit meinem Motorrad. Guck mal, das gleiche habe ich auch, voll schön. Ah, da habe ich wieder richtige Lust hier. Ja, jetzt kommt auch noch Staub. Mein Gott, da haben die Auge gemacht, die Leute. Gender-Song bitte, ja? Ja, der kommt gleich. Ich will aber das Original mal hören. Warte, einer von euch hat das mal hochgeladen, glaube ich, ne? Den Gender-Song. Ja, der Dr. Johnny, der hat das gemacht. Dr. Johnny, warte, ich muss mal gucken. Dr. Johnny. Dr. Johnny. Dr. Johnny. Dr. Johnny. Ja. Dr. John, der beste islamische Arzt. Ja, richtiger Chaos, Alter. Das ist so krass, ne? Das ist so heftig, ne? What's that, brother? Aisha, Mohammed married Aisha. What's that, brother? He married a 6-year-old girl. What's that, brother? Yeah, he take a bath. He take a bath. Yeah, hat ein Bad genommen von Buddha. What's that? What's that? What's that, brother? What's that, brother? Ist das crazy. Ist das crazy. What's that, brother? He married a 6-year-old girl. What's that, brother? Grüß dich. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sind dir Eier gewachsen oder hast du vergessen, wer ich bin? Wer bist du denn? So, wollen wir uns über die flache Erde unterhalten? Was ist das denn? Hast du einen Kamelpisse getrunken oder was? Hast du dir irgendwie... Der macht sich verschiedene Accounts, damit der immer wieder hier reinkommt. Das war eindeutig too much camel urine. Ich glaube, der vermisst seinen Song, ne? Wenn du deinen Song vermisst, dann frag mich doch. Ich bin auch ein sehr, sehr netter Sheikh. Sag Dr. Sheikh Abu Amir, ich vermisse dein Kamelurin-Song. Dann ist doch gar kein Problem. Einfach nur mal fragen. Ich bin sehr hilfsbereit. Helfe sehr gerne anderen Menschen. Wenn sie meinen Song hören wollen, dann singe ich das für sie, damit sie gute Laune bekommen. Muss nur fragen. Ist ein Fan. Oh, das ist herrlich. Das ist warm. Hallo? Hallo? Hallo, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Bitte. Wie steht eigentlich das Christentum zu dem Judentum? Wie das Christentum zum Judentum steht. Ja, genau. Weil da ist so eine Jüdin in dem Live und sie gibt ziemlich viel Zuspruch, aber ich habe gelernt, dass wir die eigentlich gar nicht so ja, toll finden. Dass die so. Nee, was heißt toll? Nein, nein. Wir müssen alle Menschen lieben, so sagt der Herr. Wir müssen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Nur die Juden lehnen Jesus Christus als ihren Messias ab. Das ist das Problem, was sie haben. Obwohl ihr Messias gekommen ist in Jesus Christus. Alle Prophezeiungen haben stattgefunden und der Messias kam vor 2000 Jahren und hat am Kreuz alles bezahlt. Nur die Juden lehnen das ab. Ne? Das ist das Problem. Dann mach doch ein paar Livestreams, wo du da über Juden aufklärst zum Beispiel.
Allein wenn du denen Jesaja 53 zeigst, die leugnen und verleugnen das bis zum geht nicht mehr. Zacharia 12, 10, verleugnen und leugnen das bis zum geht nicht mehr. Mit den Juden ist das genauso. Also diese Ignoranz gepaart mit diesem bösartigen Herz, lassen es nicht zu. Verstehst du? Das ist das Problem. Okay, und so, aber ich denke, dass Christen und Juden eine gemeinsam quasi so eine Verbindung haben und gegen den Islam gehen, was ich nicht verstehe, weil die Muslime glauben doch an Jesus, oder? An wen? An Jesus, als Propheten. Die glauben an Isa, aber die glauben nicht an den historisch bezeugten Jesus Christus, den Sohn Gottes aus der Bibel. Was ist der Unterschied? Ja, dieser Isa hat nie einen Fuß auf dieser Erde gesetzt. Für ihn gibt es gar keine historischen Beweise. Wenn ich also über eine Person der Geschichte etwas herausfinden will, dann gehe ich von einer historischen Perspektive niemals zu irgendwelchen, sag mal schnell, wie nennt man das? Zu irgendwelchen geschichtlichen Handlungen, die 600 Jahre später kamen. Was würde denn eher? Wir würden doch eher zu Schriften gehen, die sehr früh entstanden sind, um etwas über jemanden herauszufinden, oder? Also das Ding ist halt, ich möchte zum Islam konvertieren. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt. Und ja. Ich habe gelernt, dass die Muslime, also für sie ist dieser Isa genau Jesus. Also die sagen Nein, das ja. Nein, das ist ja das Problem. Der historisch bezeugte Jesus findest du in der Bibel. Den Isa hast du keine historischen Beweise für. Diesen Isa gibt es nicht. Das ist einfach Satan, der einfach diese ganzen Prophetennamen genommen hat und das einfach reingepackt hat in ein Buch. Du musst dir mal vorstellen, du als Frau, wenn du dich für den Islam entscheidest, ist das so, als würde sich ein Huhn für KFC entscheiden. So ist das. Aber das Ding ist, ich bin halt so eine Person, ich schaue halt gerne auf Fakten und alles und ich habe mich, wie gesagt, informiert und ich habe nichts im Koran gefunden, wo ich jetzt mir denken würde, ich werde als Frau benachteiligt oder sonstiges. Ich habe nichts gefunden. Ach so, hast du den Koran gerade zur Hand? Nein, ich bin bei der Arbeit. Ach so. Also du findest das okay, dass dieser Gott sagt, dass du bei Widerspenstigkeit weggeboxt werden kannst? Weggeboxt steht jetzt aber nicht dort. Erschlagen, reicht das nicht aus? Ich habe mir genug... Meinst du, es kommt von Gott, dass Gott dem Mann erlaubt, die Frau bei Widerspenstigkeit zu boxen? Ich habe ganz viele Gelehrte gehört und das Wort schlagen wird quasi... Okay, sagen wir, es ist schlagen. Aber davor steht, da stehen ganz viele andere Dinge. Mach das, tu sie ermahnen, tu sie meiden. Und, ja, genau. Aber es steht ja auch drin, dass du die Frau gut behandeln sollst. Nein, da steht, wenn ihr fürchtet, dass eure Frau nur fürchten, befürchten. Weißt, was ja befürchten ist, ne? Nicht mal, wenn es passiert, nur wenn der Mann fürchtet, dass du Widerspenstigkeit an den Tag legst. Der Mohammed hat ja auch gesagt in Sunan ibn Majah, Hadith 1986, dass ein Mann nicht in Frage gestellt werden soll, warum er seine Frau denn schlägt. Ist das okay? Kannst du damit umgehen? Du, dass ich persönlich lese am Anfang mal gern den Koran und dann die ganzen anderen Verse, also die ganzen Hadithe. Und also schau mal, das Ding ist, ich habe das jetzt so wahrgenommen, da steht, wenn deine Frau halt wirklich, nicht wenn du denkst, dass sie widerspenstig wird, sondern wenn sie widerspenstig ist. Und Ich habe doch den Vers vor mir, da steht, wenn du fürchtest. Nicht mal, wenn sie wirklich das getan hat. Nur wenn du fürchtest, dass sie gleich das und das macht, dann hau sie. Und welchen Koran nimmst du da? Da gibt es ja auch verschiedene. Jede Übersetzung sagt genau das Gleiche. Schlagt sie. Das Wort ist Wadrigun. Okay, und was gibt es jetzt noch? Hast du aber herausgefunden, warum der Vers überhaupt herabgesandt wurde? Was der Kontext der Geschichte ist? Erzähl mal. Ja, den findest du in Sunan Abi Dawud. Und zwar geht es darum, dass da eine Frau von ihrem Mann weggeboxt wurde und sie grüne Stellen an ihrer Haut hatte. Und sie dann zu Mohammed gegangen ist, um ihr Recht einzufordern. Das heißt, sie wollte zu ihm gehen und dass der Mohammed den Typen dann verurteilt, weil er sie geschlagen hat. Und jetzt schau dir das mal an. Sie hat also ihre
ihrer Haut geoffenbart, also der Aisha gezeigt. Und Aisha hat ihre Haut gesehen, hat gesagt, oh mein Gott, schau dir nur mal an, ihre Haut ist grüner als ihre Klamotten. Ich habe noch nie gesehen, wie Frauen so sehr leiden wie die gläubigen Frauen, weil der Mohammed ihnen die Berechtigung gegeben hat, ihre Frauen zu prügeln. Und in dem ganzen Hadith siehst du nicht einen Vers, wo der Mohammed den Mann zu verurteilt oder zur Rechenschaft zieht. Wahnsinn, ne? Okay, aber die Quelle ist jetzt auch nicht bestätigt, oder? Soll ich dir das geben? Ja. Ja, gebe ich dir. Pass mal. Okay. Und an alle, die lachen in dem Live. Hä? Ja, du brauchst nicht auf alles hier zu achten im Chat. Hier sind sehr viele Menschen, die lachen einfach so. Lass sie doch. Du redest doch gerade mit mir. Und da schreibt jemand, sie liebt einen Ahmed und will sich alles gut reden jetzt. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja, ist doch egal. Die schreiben auch über mich Zeugs. Ja? Und jetzt soll ich auf alles eingehen? Das ist doch Quatsch. Aber erzähl du mal, warst du Muslim in dem Fall? Ich war Muslim, ja, und habe den Islam für Jesus Christus verlassen, was ich dir auch empfehle, dass du auf keinen Fall eine Entscheidung für den Islam treffen sollst und ganz bestimmt nicht als Frau. Schreib dir das bitte auf, meine Liebe. Sahih al-Bukhari 5825. Mhm, was steht da? Ich lese dir vor. Rifa ließ sich scheiden von seiner Frau scheiden, woraufhin Abdurrahman bin Az-Zubayr al-Quraysi sie heiratete. Aisha sagte, dass die Dame kam mit einem grünen Schleier und sich bei ihr Aisha über ihren Ehemann beschwerte und ihr einen grünen Fleck auf ihrer Haut zeigte, der durch Schläge entstanden war. Es war die Gewohnheit der Damen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und als der Gesandte Allahs kam, sagte Aisha, ich habe keine Frau so sehr leiden sehen wie die gläubigen Frauen. Schau, ihre Haut ist grüner als ihre Kleidung. Wahnsinn, ne? Wo ist sie hin? Bist du noch da? Hallo? Achso, sie googelt, okay. Sahih al-Bukhari 58. Hat schon gesehen. 5825. Ja, aber in dem Fall hat das. Aber. Also in dem Fall hat das Mohammed gesagt. Es gibt keine Frauen, die mehr leiden als die Gläubigen. Das hat Aisha gesagt! Und selbst wenn Mohammed das gesagt hat. Mohammed gesagt, das steht doch. Ich hab ja gegoogelt. Hä, aber schau mal. Wenn du sagst, das hat Aisha gesagt, dann sagst du ja, auch wenn das Mohammed gesagt hat, das sind halt schon wichtige Dinge, oder? Bitte was? Das macht dann halt schon einen Unterschied. Das macht ja einen Unterschied. Wenn Mohammed gesagt hat, es gibt keine Frauen, die mehr leiden als gläubige Frauen. Ja, aber ich dachte, jetzt bekommen aufgeregt, ihre Rechte und ihre Dings zu bringen. Ja, genau. Aber wenn du sagst, kannst du mir zeigen, kannst du uns zeigen, wo der Mohammed den Typen verurteilt hat für das Schlagen der Frau? Siehst du, was abgeht? Siehst du, was du machst? Sie ist bereit, mit allen Mitteln diese Lüge, was natürlich offensichtlich eine Lüge ist, zu verteidigen. Das ist das Geisteskrank, das ist dieses Stockholm-Syndrom. Anstatt sich den Hadith mal durchzulesen, wie krank diese Geschichte eigentlich ist, sagt sie aber, der Mohammed hat das ja gesagt. Ja, wie der Mohammed hat das gesagt? Wie liest du überhaupt ein Hadith? Aisha sagte doch, ich sehe keine Frauen, die so sehr leiden wie die gläubigen Frauen, weil zu der damaligen Zeit die Frauen sehr gelitten haben, als Mohammed auf einmal Prophet wurde. Als Mohammed noch gar kein Prophet war, war er einer der Männer von Khadija. Die Frauen waren ja mächtige Kauffrauen, die waren gleichwertig, alles. Sie hatten Arbeit, alles. Und dann, als Mohammed an die Macht kam, hat sich das Blatt gewendet. Aus ihnen wurde der letzte Müllhaufen. So ist das.
So wie Aisha sagt, du hast aus uns Hunden gemacht, Mohammed. Ja, ihr leidet an, ihr habt Mangel an Intelligenz und Religion. Ihr seid dumm. Dumm in den Augen von Mohammed. Das ist nicht zu fassen. Ja, alle Krimlich kann man auch gleich sein. Allein das mit dem Prügel, keine normal denkende Frau kann sowas akzeptieren. Ich bitte dich, welche Frau bei klarem Verstand, die bei Sure 4, Vers 34 angekommen ist und hier Sai Bukhari 5, 8, 2, 5, würde sich freiwillig für den Islam entscheiden? Also was ist das? Hörst du mich oder was machst du? Was macht die da gerade? Ja, ich finde es halt einfach nur schade, dass die Leute in den Kommentaren. Warum warst du so lange weg? Nein, ich habe nur die Kommentare gelesen. Und ich finde es so. Nein, ich finde es halt so lustig, dass ich sage, ich würde zum Islam konvertieren. Und dann gibt es Leute in den Kommentaren, die mich beleidigen und das als, anstatt mir vielleicht mal irgendwas Nettes zu sagen, weshalb. Aber ich bin doch gerade mit dir am Reden, meine Liebe. Du kannst doch nicht einfach auf die Kommentare achten. Ja, dann achte auf die Kommentare und ich bin die ganze Zeit ruhig und lass dich beeinflussen. Doch Quatsch. Entweder du führst mit mir ein Gespräch oder wir lassen es. Oder nicht? Ist das nicht unhöflich von dir auch? Ich habe dich gerade was gefragt, meine Liebe. Hallo? Stell mal vor, jeder, der hier reinkommt und sich die Kommentare anguckt, denkst du, man kann sich da auf jeden einzelnen Kommentar draufstürzen? Das ist doch Quatsch, das ist doch Wahnsinn, da bist du verrückt. Ja, okay, ich merke, du willst nicht mit mir reden, echt. Ich habe dir aber wenigstens das gegeben, was du brauchst. Möge der Herr Jesus Christus dir deine Augen öffnen, echt. Mach's gut. Da geht ihr raus, um sich die Kommentare anzugucken. Da kannst du auch von draußen gucken. Was ist das für eine Respektlosigkeit, Mann? Ich glaube ihr auch gar nicht, dass sie eine Entscheidung treffen möchte. Sie ist, glaube ich, schon Muslima. Hat ihre Entscheidung getroffen, nur jetzt ist sie verunsichert und ist unsicher. Das ist das. Ja, die meisten Frauen, die treffen wegen ihrem Freund oder Mann oder was auch immer eine Entscheidung für den Islam, weil sie ihm gefallen wollen. Und das ist nicht richtig. Du kannst nicht eine Entscheidung für eine Religion treffen, die dich auch noch nackend therapiert, wenn du dann herausfindest, dass diese Religion auf einmal falsch ist. Eine Frage, gibt es eigentlich Gott? Was möchtest du, Aaron? Lass mich nicht ausrasten. Hör auf mit diesem Blöden. Ich will dich fragen, warum bist du dir so sicher, dass es einen Gott gibt? Geh mal aus dem Fenster. Ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster. Siehst du diese wundervolle Vielfalt, die du da draußen siehst? Ich sehe alles, ja. Dann weißt du, dass es einen genialen Schöpfer gibt. Ja, aber warte mal, seit wann gibt es? Jetzt bist du Atheist geworden, oder was? Warst du nicht noch vor einiger Zeit ein Atheist? Wie ist der überhaupt entstanden? Durch sein Wort. Was für ein Typ. Sarah, wenn du noch hier drinne bist. Möchtest du ganz normal und vernünftig lernen, bevor du eine Entscheidung triffst? Aber ich glaube sogar, dass du eine Entscheidung schon getroffen hast, aber jetzt dir unsicher bist, was du da eigentlich getan hast. Du kannst
kannst doch nicht die Liebe Gottes in Jesus Christus außer Acht lassen und dich einfach für eine Religion entscheiden, wo Mohammed das einfach alles für sich erfunden hat, um an Frauen, Geld und Ruhm und Macht und alles ranzukommen. Denn das sind die Vorteile, die er sich verschafft hat durch den Islam. Mohammed liebt Geld, Mohammed liebt Frauen und Mohammed liebt Beute machen, Mohammed liebt Ländereien, alles. Und durch seinen Islam hat er sich natürlich alles gegönnt. Und Kinder, genau. Sehr gut gesagt. Und Kinder. Wie kannst du denn einem Mann folgen, Sarah, der ein 6-jähriges Kind geheiratet hat? Das kommt ja auch noch dazu. Der hat ein 6-jähriges Kind geheiratet und die Ehe vollzogen, als sie noch nicht mal ihre Menstruation hatte. Sahih Bukhari 61:30. Lies dir das mal bitte durch. Dieses Kind war so unreif, dass es mit Puppen gespielt hat. Und eigentlich ist es im Islam verboten, mit Puppen zu spielen. Man darf im Islam nur mit Puppen spielen, wenn man geistlich unreif ist und man das Alter der Menstruation noch nicht erreicht hat. Und der Hadith sagt uns eindeutig, dass Mohammed ein geistlich unreifes Kind geheiratet hat und die Ehe vollzogen hat. Ja, wie gehst du denn damit um, meine Liebe? Ist das ein Vorbild für alle Zeiten? Das ist der Wahnsinn, ist das, Mann. Hallo. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Ja, das bricht mir das Herz, wenn ich immer also höre, dass wirklich Frauen sich für den Islam entscheiden, das bricht mir wirklich das Herz. Also entweder lesen sie nicht richtig oder ich weiß es nicht. Also was da teilweise steht, das mit dem Schlagen, ich hatte ja letztes Mal gesagt, ein Araber meinte, nee, auf Arabisch steht nur mit zwei Finger und ne, also solche Lügen halt. Lächerlich, Mann. Wir wissen doch alle den Kontext, Mann. Wir können uns doch unseren Verstand bedienen. Wir haben doch das Internet zur Verfügung. Die Muslime stellen doch alles zur Verfügung. Ihre ganzen Internetseiten sind doch offen für uns. Genau. Sag mal, ticken wir hier noch richtig in dieser offenen Gesellschaft? Wie kann es überhaupt einen Menschen geben, der sich für den Islam entscheidet? Du musst also nicht mal alle Tasten im Schrank haben. Hörst du mir gut zu? Nicht du jetzt gerade, ich meine derjenige, der gerade zuhört, der sich für den Islam entschieden hat. Ja. Wie verrückt muss man nur sein? Setz dich, halbe Stunde brauchst du, um herauszufinden, dass der Islam Quatsch ist. Nicht mal. 5 Minuten sogar. 5 Minuten. Ja, das ist traurig, 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 dass man wirklich im Zeitalter des Islams. 5 Minuten, lass mich nicht ausrasten, ehrlich. Da kommen die und sagen, der Islam ist die Wahrheit, der Islam ist das Schönste. Allah ist der wahrhaftige Gott. Ich sehe, wie der wahrhaftige Gott sagt, dass die Frauen Spermien haben und dass sie in dem Rippenbereich sitzt. Dass die Erde ein Teppich ist und dass die Erde auf dem Rücken eines Wales ist. Ja, wundervoll. Sehr, sehr schön. Ja, und ein Hadith sagt auch, dass die Mehrheit der Höllenbewohner Frauen sind, ne? Ja. Super. Also ist traurig. Dann sieht man da auf einer Seite, dass die Frau so behandelt wird und der andere, dass Jesus Christus sagt, die Frau sollen wir so behandeln, also dass wir sie so lieben sollten, wie Christus uns geliebt hat. Hast du die Bibel gerade zur Hand? Nee, leider nicht. Warte, ich lese das vor. Dafür nehmen wir uns Zeit. Wie kann man eine Entscheidung für den Gott der Prügel entscheiden, anstatt den Gott der Liebe, der sagt, dass du deine Frau lieben sollst und sie und dein bereit sein sollst, dein Leben für sie zu geben? Ich glaube nicht. Genau. Wie kann man Gold mit Stein tauschen? Das verstehe ich nicht, echt nicht. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen in ihre,
und so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Was für eine Aufopferung. Pass mal auf. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihr eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. So sieht das aus. Denkst du, der Gott sagt dir und prügel deine Frau, wenn du nur befürchtest, dass sie Widerspenstigkeit hat? Das muss der Teufel sein, Mann. Unterschieden Tag und Nacht. Hast du gesehen? Und genau aus diesem Grund wird auch die Frau, die den Herrn liebt, sich ihrem Mann in allen Dingen unterordnen, weil sie den Herrn liebt und eine tugendhafte Frau ist. So sieht's aus. Und der Mann wird sie lieben und dieser Bund der Ehe wird bestehen bleiben, weil sie beide auf Jesus Christus schauen. Siehst du, was der Herr für eine Garantie gibt? Dass keine Ehe eigentlich scheitern könnte, wenn sie beide auf Jesus schauen? Und jede Ehe hier in Deutschland hätte gerettet werden können, wenn beide nur auf Jesus Christus geschaut hätten. So sieht's aus. Da kriegst du Garantie. Vor allem, so, Daniel, der eine Gott sagte, eine Frau, also wie könnte ich als Frau meinen geliebten Ehemann zum Beispiel mit vier anderen oder drei anderen Frauen teilen? Ich würde durchdrehen als Frau. Ja, also. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich ja, mach's gut, mein lieber Chat. Hallo? 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 Ah, hab mich verklickt. Okay, alles klar, kein Problem. Ja, also nochmal drauf zurückzukommen. Aber darauf zurückzukommen. Ihr seht, wie heilig der Herr dem Apostel Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes diese Worte mitgibt, dass die Männer verpflichtet sind, ihre Frauen zu lieben, wie sie selbst lieben. Wir wissen ja, wie Männer selbst verliebt sind. Die ganze Zeit. Kein Mann hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst. Nein. So sieht's aus. Denn wenn er sich so sehr liebt, der Mann, der liebt sich ja so sehr und fühlt sich ja immer als der Gockel, der Tollste, der Beste. Ja. Und jetzt sollte er das übertragen auf seine Frau. Dann siehst du, wie er auf einmal seine Frau liebt. Ja, das ist das. Der Herr gibt uns also Garantie, wenn ihr auf ihn hört, dass das dann so sein wird. Guten Tag, Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Danke dir auch, dich auch. Die Geduld, die du hast, ne, muss ich ehrlich sagen, ey, in keiner Welt hätte ich die. Muss ich alle Achtung, allen Respekt, ne, ich weiß nicht, wo du die hast. Und ja, also meiner Meinung nach, warum die Menschen Ich bin besorgt um jede einzelne Seele. Ey, das ist glücklich, wirklich glücklich. Ich bin das auch, aber die Geduld hätte ich einfach nicht. Sag ich dir ganz ehrlich, ich hätte die Geduld nicht. Also das ist ja gegen Windmühlen kämpfen, so empfinde ich das, so, weißt du, ich meine? Das ist wie ja, man weiß auch nicht, wer hier drin ist, ne? Vielleicht hört der ein oder andere stille Zuhörer also hier zu und prüft das Ganze entgegen und macht sich sein eigenes Bild, ne? Benutzt seinen Verstand, verstehst du? Ja, wie gesagt, als Christ haben wir die Verantwortung, unseren Glauben, unserem so weiterzutragen, zumindest einfach den Leuten anzubieten, oder, weißt du, ich meine? Ja, aber
Mit manchen Menschen ist das tierisch schwer, weil meiner Meinung nach nicht, ne, ist nicht böse gemeint gegen, aber das ist wie der leichtere, also Christ zu sein ist der harte Weg, der steinige Weg. Man muss geduldig sein. Christ zu sein ist eigentlich unmöglich. Du kannst nicht Christus so sein wie Christus. Nee, du kannst es nicht, aber du bist es nicht. Aber ich finde eben, wenn man sich Vorbild nehmen sollte, ne, viele nehmen ja Stars, Musiker, Sänger, was nicht als Vorbild, sollte man sich Jesus als Vorbild nehmen. Das ist so, weißt du, ich meine. Und Moslem zu sein ist leider Gottes der einfache Weg, der dumme Weg, der ignorante Weg, der leichte Weg. Natürlich ist das dann einfach den leichten Weg zu gehen. Ich verstehe, dass manche Menschen da reingeboren werden, weißt du, ich meine, und durch Familie, durch Anerziehung, durch Scham, keine Ahnung, durch welche Gründe, dass das schwer fällt. Ist ganz normal. Und einfach sich selber einzugestehen, dass man sein Leben lang und alle falsch lagen, ist, ne? Aber es ist meiner Meinung nach der leichte Weg, der dumme Weg, der, was ich meine, der ignorante deswegen Weg. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn ein Mann sich für den Islam entscheidet oder zum Islam konvertiert, der Mann hat doch totale Vorteile durch diese Religion. Weil das eine Religion von einem Mann für den Mann ist. Genau. Aber was für Vorteile hat denn eine Frau im Islam? Was denn? Aber die darf allein das Haus verlassen, ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Sie darf gar nichts. Die muss sogar noch das Eiter und das Blut von seiner Nase lecken. Selbst das Erbrecht ist nur die Hälfte und da gibt's einiges. Aber ich muss sagen, ne, ich habe ja den Koran auch gelesen. Ich bin Christ, ich habe den Koran irgendwann einfach nur, weiß ich mal, aus Wissens, ich wollte was wissen. Und dann selber irgendwann, ne, als fairer Mensch, wenn man nur ein fairer Spieler im, wenn du kennst du Monopoly oder so ein Spiel, wenn man nur ein fairer Mensch ist, dann muss man es selber zugeben als Mann, das ist unfair. Das ist einfach unfair dem anderen Menschen, anderen Geschlecht gegenüber. Weißt du, ich meine, natürlich ich als Mann würde sagen, boah, super, Vorteile, 4 Frauen, ich bin, mein Wort ist mehr wert, mein Erbrecht ist mehr wert, wenn es mir mal nicht passt, dann kann meine Hand auch ausrutschen, das ist für mich perfekt, natürlich. Aber man wäre doch ein unfairer, ungerechter Mensch, wenn man das einfach so macht. Meiner Meinung nach. Diese Religion fördert Ungerechtigkeit, merkst du, während der Heilige Geist total auf Gleichberechtigung setzt, wie ich euch gerade. Also wenn man da sieht, was sehen wir den ungerechten islamischen Geist. Seht ihr das? Das ist krass, ne? Ja, so sehe ich das auch. Also wenn man sieht, was Jesus lehrt und dann achtet mit diese feinen Nuancen im Koran, ist es immer das Gegenteil. Es ist immer und sehr oft genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Dann natürlich. Der Herr sagt, wenn ihr eine Frau mit lüsternem Blick anguckt, so habt ihr Ehebruch in eurem Herzen begangen. Was macht Mohammed? Sein Gott, geh und nimm sie zur Frau. Und dann hat er sie mit lüsternem Blick angeguckt, ne? Hat mit ihr geflirtet, mit einer verheirateten Frau. Ja, bei uns im Christentum geht's ja, wenn eine Frau sich bedeckt, um ihre eigene Scham und Keuschheit. Bei den Muslimen geht's ja um die Eifersucht der anderen Männer, dass die sich sozusagen nicht zügeln können. Ja. Was? Also, kann ich dich was fragen, so persönlich, so, was hältst du von den verbotenen Evangelien? Thomas-Evangelium, Judas-Evangelium, so. Ist alles eine Fälschung. Kam hunderte von Jahren später und hat nichts mit den Evangelien zu tun. Keine autorisierte Schrift und auch keine inspirierte von Heiligen Geist. Ist eine Fälschung. Das Barnabas-Evangelium, das Thomas-Evangelium. Ja. Diese Sachen sind im Koran gelandet, ne? Ach so. Ja klar, natürlich. Das Thomas-Evangelium, wo Jesus Christus aus Leben so einen Vogel formt und dort so reinpustet. Das ist aus diesem Pseudo-Evangelium, aus dem Thomas-Evangelium. Also zum Beispiel, das Thomas-Evangelium sagt ja, Jesus hätte Gott gewollt, dass du beschnitten wirst, hätte er dich im Leib deiner Mutter beschneiden lassen. Finde ich sehr logisch. Also ich bin, weißt du, ich meine, so manche Sachen sind ja einfach sehr logisch. Ja, also das sind nicht kanonisierte Schriften und wurden auch als Fälschung ertappt und ertarnt. Ne? Ach so, ich dachte, das war, weil Konstantin irgendwann mal, Konstantin irgendwann wurde ja mal entschieden, was in die Bibel kommt und was nicht. Ein paar Sachen wurden weggelassen. Ja, entschieden. Okay. Das Konzil zu Nicea hat ja nicht die Aufgabe gehabt, zu entscheiden, was in die Bibel kommt. Nein, da gab es einen Irrlehrer namens Arius, der auf einmal ganz komische Lehren vertreten hat, dass Jesus Christus ein Wesen von Gott ist, von Gott dem Vater ausgegangen, aber nicht Gott selber ist. Ja, und dann gab es die Debatte und Kaiser Konstantin war ja damals der Führer dieses Reiches. Und da hatte die Christen, die Untertanen bei ihm waren, hat er gesehen, dass hier eine große Spaltung entstanden ist, hat er diese gebeten zu einer Debatte. Das war's. Und okay. Beim Konzil zu Nicea wurde dann... Danke dir für deine Aufklärung. Ja. Gottes Segen, mein Lieber. Ich muss mal ein paar Sachen danke, erledigen. Ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Tag und danke für deine Arbeit, Geduld und mach weiter so, okay? Alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn. Ciao. Danke. Ciao. Ich komme gleich wieder, ihr Lieben. Die Jennele können wir fliegen und mit Huren. Das ist immer noch der beste Song aller Zeiten. Was der Sven Lauder erfunden hat, das ist geisteskrank. Als wäre der total auf Drugs gewesen, ne? Als er das gemacht hat.
wie sie da so sitzen, wie am Lagerfeuer. Man denkt so, die machen jetzt schön irgendwelche Grillaktionen. Auf einmal kommt der mit in Gender, können wir fliegen und mit Old Lane vergnügen. Absolut geisteskrank. Ja, daran merken wir auch, ne, dass das Himmelreich von Jesus Christus nichts mit sowas zu tun hat. Ne? Obwohl weder heiraten noch verheiratet werden. Ne? Ami, sag mal was zu Tesla an. Was ist denn damit? Kann das sein, dass er so ein bisschen versucht, mich nachzumachen, aber ein bisschen härterer Version oder was? Der sieht, dass das Islam mit Islam und sowas, der macht er jetzt auch auf einmal. Ich weiß, ich habe in TikTok, glaube ich, eine ganz große Detonation ausgelöst, ne? Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Seitdem ich aufgetreten bin, kamen auf einmal alle und machen so fast dasselbe. Das ist heftig. Ich habe den Stein zum Rollen gebracht, ne? Das kannst du nicht mehr aufhalten, das Ganze. Selbst wenn ich nicht mehr da bin. Ne? Selbst wenn ich nicht mehr da bin. Alle machen jetzt ihren Mund auf. Ne? Die meisten haben auch gar keine Angst mehr. Weil Feigheit wird auch niemals belohnt. Sollten schon ein gewisses Maß an Rückgrat sollten wir schon haben. Selbst wenn wir in Gefahr dadurch kämen. Aber wir müssen unser Mund aufmachen gegen Ungerechtigkeit. Lasst euch das gesagt haben. Deswegen loben, preisen wir und ehren den Herrn Jesus Christus, wo wir können. Wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Amen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich. Warum gehst du eigentlich nie mit Urban und so Mensa und so den anderen live? War ich doch schon tausendmal. Warst du? Ja, klar. Echt? Ja, okay, die meinen. Macht sein eigenes Ding, ist doch kein Problem. Wir müssen nicht immer alle aufeinander hocken. Ah, okay. Nee, ich hab's jetzt gar nicht mitbekommen. Doch, ich war sehr oft bei denen, sie waren bei mir. Auf jeden Fall, ich finde es richtig gut, was du machst, weil Jesus wird dich auch wirklich dafür belohnen. Du hast so viele Leute zu diesem Glauben gebracht und weg von dem Islam. Also du musst auf jeden Fall wissen, dass du dafür... Ja, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, ne? Ich danke dir auf jeden Fall auch und ich gucke immer deine Streams, auch in der Schule so. Und AirPods drinne höre ich dir zu. Okay, und ich habe noch eine Frage. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, ja. Wohin fährst du eigentlich immer? Weil du bist immer unterwegs. Ja, ich fahre zu meinen hier Staatsschutz Mossad Agententreffen und sowas. Da muss ich immer dabei sein. Ja, ich bin in ganz Deutschland unterwegs und muss immer hier und da und so. Geschäftlich oder was? Ja, genau, geschäftlich mit meinen Mossad Agenten, genau. Die jederzeit mit mir sind. Die sind mit Dings, wie nennt man das? Diese Drohnen fliegen immer über meinen Transporter. Ja, du wirst ja vom Staat bezahlt, meinte ABK. Ja, genau, ich werde vom Staat bezahlt, von Israel werde ich bezahlt, ich bin ein Agent, ich bin dies, ich bin das. Ja. Okay. Dann danke ich dir. Hau rein, ne? Gott segne dich und deine Familie. Danke, Gott segne dich. Ciao. Ciao. Danke, Ali. Ja, ihr Lieben, euer Dr. Scherer Abu Amir ist in Wahrheit ein Mossad-Agent, der vom Staatsschutz beauftragt wurde, ein Hetzmobil sich zu besorgen, damit er viel, viel Hetzologie betreiben kann. Danke, Sarah, danke, Carsten. Danke, Carsten. Aminovic, reicher Mann, ja, ja, genau, reicher Mann. Danke, King Solomon, vielen, vielen Dank, heftig, was ist das denn? Ah, wieder ein schönes, wir haben ein richtiges Plüschtier gegriffen. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Für welches Geld der Welt würde es sich lohnen, sein Gesicht zu zeigen? Und den Islam quasi zu entlarven, zu widerlegen, Muslime aus dieser Religion rausholen, wo man nachweislich weiß, dass wenn die Muslime dich kriegen, dass sie mit dir dann ganz schlimme Dinge anstellen. Welches Geld lohnt sich das denn? Es sei denn, du bist wirklich überzeugt von dem, was du machst. Danke, King Salomon. Schönen Freitag dir auch, danke. Versteht ihr? Also was für einen Sinn ergibt das denn? Danke, King Salomon. Kann mir das mal bitte einer beantworten?
wenn jemand sagt, so, ja, der Arme macht das für Geld oder was, dann muss man ja sagen, was für Geld lohnt sich das denn, wenn man sein Gesicht zeigt und überall präsentiert. Genau, ihr wisst das nicht. Mit jedem Like, mit jedem Tschen und können das Ganze da verbreiten, das ist ja das Krasse. Das ist wenigstens das Gute hier bei TikTok. Wir erreichen sehr viele Menschen, weil sehr viele Menschen sich auf dieser Plattform befinden. Was sollen wir denn auf dieser behämmerten App? Sagt es mir, was sollen wir? Sollen wir Matches spielen oder was? Sind wir verrückt geworden oder was? Nein, wir sind hier, um Menschen zu erreichen und nicht behinderte Matches zu spielen. Unglaublich, ey. Das, was wir ja machen, ist ja kein normaler Content, was man so einfach so kennt. Hier geht es nämlich um viel, viel mehr, weitaus mehr, nämlich um unsere Seelen, die eines Tages ja verloren gehen oder gerettet werden. Ja, darum geht's. Sauda, wir erkennen dich. Wahnsinn. Lass uns einen wundervollen Psalm zur Beruhigung haben. Einen wundervollen, wundervollen. Psalm 27. Psalm 27 von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem denn? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Amen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seine... Was für ein Wunsch, der David äußert, ne? Wahnsinn, das sollte auch unser Wunsch sein, zu schauen die schönen Gottesdienste, wie die Engel im Himmel den Herrn preisen, ne? Halleluja, so schreien die Engel ja, um den Herrn zu preisen. Halleluja, Halleluja, gepriesen sei der Herr. Tempel zu betrachten, denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutze seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott. Mein Heil. Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Siehst du? Aber der Herr nimmt mich auf. So ist das, mein lieber Muslim. Dein Vater und deine Mutter verlassen dich. Genau wie ich meine Entscheidung getroffen habe. Selbst wenn mit den Konsequenzen, dass meine Eltern mich verstoßen hätten, das wäre im Moment egal. Weil die Liebe zu meinem Herrn vorging. Wahnsinn, ne? Und da möchte ich dir auch ein wenig Mut machen, dass du eines Tages vor Gott stehst ohne deine Eltern. Und dann musst du Rechenschaft ablegen. Und du hättest hier aus Liebe heraus in Freiheit in Deutschland eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus treffen können. Daher sage ich dir nochmal und rede dir in dein Herz rein. Lasse alle Religionen beiseite und finde zum Herrn Jesus Christus. Und lasse dich retten. Lass dich versöhnen mit Gott. Herr, weise mir deinen Weg. Und leite mich auf ebener Bahn meiner Feinde willen.
Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Harre des Herrn. Der wahrhaftige Retter, Jesus Christus. Ich weine. Ja, das Wort Gottes berührt dich. Ne? Das ist so, wenn man das Wort Gottes hört, das berührt einen. Ne? So ist das, meine Lieben. Hallo, mein Lieber. Hast du endlich aufgegeben? Ich werde niemals aufgeben. Aber ich mag dich doch, weil du die Sunniten auseinandernimmst. Auch die Schiiten kannst du mit dem Koran allein schon auseinandernehmen. Nein, niemals. Aber ich bin dir ehrlich, ich werde wirklich anfangen, diese Bibel zu lesen. Ihr macht es irgendwie so interessant, du besonders. Ja, natürlich. Das Wort Gottes ist ja interessant, lebendig, wundervoll, heilig. Was denn am Koran denn heilig? Gar nichts. Ah, Babys heilig. Aber, naja, was steht denn so alles in der Bibel? Beantwortest du auch meine Fragen, die ich so habe? So, weil in der Bibel steht, dass wir unseren Nächsten lieben sollen und unsere Feinde speisen. Und sie gerecht behandeln. Feinde. Hast du die Bibel zur Hand? Hast du die Bibel zur Hand? Nein, aber ich hol mir eine. Ich habe Christen in meiner Familie. Ich bin doch auch Iraner. Ja, hast du gerade das Internet zur Verfügung? Ja, ein iPad habe ich gerade. Was? Ich habe gerade ein iPad, also ich kann jetzt alles googeln, was du willst. Okay, gib mal bitte ein drittes Buch Mose, Kapitel 19. Vers 33. Warte. Dritte Buch Mose. Warte kurz, ich muss erstmal hier reinkommen. So. Ja. Dritte Buch Mose. Und weiter? Kapitel 19. Kapitel. Aber du hast mich wiedererkannt, das finde ich gut. Ja, wer? Ist ja nicht schlimm. Du bist der Einzige, der sich Ex-Christ nennt mit Alis Bild. Das ist Alis Sohn. Oder Alis Sohn, mir auch egal, ey. Dritte Mose, Kapitel 19, welcher Vers? Vers 33, aber lies ab 30. Vers 30, lese ich euch mal vor. Da muss mal Papst Kahan, Doktor mal lesen. Ja, mach mal Papst Kahan. Warte. Nefsi Kahan. Warte, Kapitel 19, Bibel online mit. So, dann gehen wir zu Vers 30. Kapitel 19, dritte Mose, Vers 30, hier. Meine Feiertage haltet euch, fürchtet euch von meinem Heiligtum, denn ich bin der Herr. Ihr sollt auch nicht wenden zu den Wahrsagern und forscht nicht vor den Zeichendeutern, dass ihr nicht an ihnen verunreinigt werdet. Denn ich bin hier der Herr, euer Gott. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren, denn du sollst dich fürchten vor deinem Gott, denn ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei dir in eurem Land wohnen wird, den sollt ihr nicht schinden. Was heißt schinden? Also da steht, dass er der Gott ist, ob man seine Feinde nicht schinden soll, wenn die in mein Land kommen. Das heißt schlecht behandelt. Ja. Schlecht behandeln sollen. Also ich soll so gesehen meine Feinde mögen. Also und gut behandeln. Weiter. Und er ist der Herr bei euch. Und so weiter. Ich hab's verstanden, was du mir damit sagen willst. Damit willst du mir sagen, ihr sollt eure Feinde damit lieben und respektieren. So sieht's aus. Hat der Koran auch sowas? Safe, bestimmt. Ich soll dich doch auch akzeptieren. Ich respektiere dich doch.
Ja, aber wie kannst du mich denn akzeptieren und respektieren, wenn ich an den Sohn Gottes glaube, wo Allah selber die Juden und Christen, also beziehungsweise die Christen, verfolgt wird? Ich kann dir antworten. Du willst mir jetzt mit dieser Vers 19 oder war das? Das, wo man steht, ich soll die Ungläubigen töten. Richtig? Nein, ich habe zu dir gesagt, Allah verflucht uns, wenn wir an den Sohn Gottes glauben. Du musst eigentlich zu mir sagen, Lanatullah. Was bist du denn Nein. bitte? Ich mag das, wenn ihr Christen Lanatullah sagt. Ich weiß nicht warum. Ich liebe das, wenn ihr es sagt. Sagt ihr so gesehen, möge Jesus dich verfluchen. Verstehst du, was ich meine? Okay, ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen Dank für Camino. Ja, ich versuche es immer wieder mit dem, ne? Immer wieder. Ich will nicht, dass er irgendwie verloren geht, weil er ist mein Landsmann. Ne? Er ist halt getäuscht worden von dieser Religion. Ne? Ja, ich glaube, für ihn gibt es nur eigentlich Gebete. Ne? Der süße kleine verlorene Ex-Christ. Ami, ich gebe niemals auf, Ami. Ja, ich hoffe natürlich, dass du für den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben, Jesus Christus, deine Seele aufgibst, ne? Dass du ihm deine Seele anvertraust, nicht Allah, das fliegende Schienbein. Amir, Gott segne. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Deine auch, Bruder. Ich will dich nicht lange aufhalten. Ich wollte nur kurz hier an alle Zuschauer, die muslimisch sind, mal kurz etwas sagen. Viele sagen ja, Trinität gibt es gar nicht in eurer Bibel und so. Das stimmt nicht. Wenn man vom Urtext liest, okay, steht da ganz deutlich: Fedes un aftus Ganz griechisch. Ich kann Altgriechisch, Bruder, jetzt, ja. Hammer, Das sehr schön. steht auf jeden Fall, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Auf Geistes. den Namen, auf den einen Namen, ne? Nicht auf die Namen, auf den Namen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, genau, auf den einen Namen, ne? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist Genau. der eine Geist. Richtig, genau. Ja, also mit Mose fangen wir gar nicht erst an, wo noch mehr Sachen stehen. Und das ist ja auch Altes Testament, ne? Das ist dann Ja. noch heftiger für die. Aber ja, ich verstehe es nicht. Die wollen es eventuell einfach nicht kapieren. Natürlich nicht. Derjenige, der sich die ganze Zeit querstellt, der will es auch nicht verstehen. Auf jeden Fall. Kannst du mal bitte in den Urtext gehen? Erste Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 7 vorlesen. Erster Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 7. Ja, genau. Denn drei sind es, die Zeugnis geben. Okay, Gott, okay. das Wort und der Geist. Okay. Wie ist das dort beschrieben? Ja, ich sag's dir gleich. Ja. So, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7. Ja. Okay. So. Denn drei sind es, die Zeugnis geben, ne? Genau, richtig. Otitris isin imartirudes. Ja. Genau, also das fängt schon stark an mit dem Vers 7. Da steht denn, drei sind die Bezeugenden. Drei sind die Bezeugenden. Habt ihr das gehört, ihr Lieben? Weiter. Ja. Weiter, το πνεύμα και το είδωρ και το αίμα και οι τρεις εις το ένα ίσιν. Das bedeutet quasi der Geist und das warte, sorry, genau, bezeugen der Geist und das Wasser und das Blut und die drei das Sind eine sind. eins. Also genau, was sie eins sind. Aha, siehst du? So sieht das aus. Sehr gut. Okay, Bruder, ich lasse dich jetzt wieder. Wenn du mal was brauchst, sag einfach Bescheid. Alles klar, danke dir Pass auf vielmals. dich auf, ja? Gottes Segen. Gottes Segen. Ciao. Ja, wundervoll. Ne? Wenn du Griechisch kannst, ist das nochmal von Vorteil. Ne? Du kannst also in den Urtext reingehen und alles nachprüfen. Ne? Das ist das Geniale.
Das ist das Geniale. Wundervoll. Ja, der Herr hat sich was dabei gedacht, als er die Weltsprache der damaligen Zeit Griechisch genommen hat, ne? Aber Allah, der hat ja überhaupt an gar nichts gedacht. Der hat also eine Sprache gewählt, die überhaupt gar keiner spricht. Und will auch, dass wir ihn anbeten auf einer Sprache, die fast unaussprechlich ist. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Komm und lern von mir. Genso. Aber zeig dich. Nein, ich will hinter Hijab bleiben. Lass mich. Ich möchte hinter einem Hijab bleiben. Du lässt mich jetzt in Ruhe. Akbus, zeig dich. Ich bin doch kein Fettsack, Mann. Hör auf damit. Wegen Sauda. Ich möchte mich auch verstecken. Kamelori. Heute schon getrunken. Kamelori. Heute schon getrunken. Hinter dem Hijab sing ich für dich. Komm und steck dein Fuß in die Hölle, so wie es Allah vorgemacht hat. Aber ich muss mit dir reden. Nein, das kostet dich einen Löwen. Erst wenn du einen Löwe gibst, dann bin ich aktiviert. Du musst einen Löwe geben, dann kann ich mich besser konzentrieren. So wie Mohammed. Erstmal musst du hier richtig, oder wie Anas. Eine Frage kostet nicht 4 Euro. Wir bringen Akustik-Version raus. Ja, aber echt. Suche 58 vers 12. Sehr gut, küsst doch dein Herz. Ja, ihr wisst schon alle. Sehr gut. Da sehen wir. Dann sagen die Muslime, ja, was hat denn der Mohammed für einen Vorteil gehabt? Er hätte doch alles haben können, wenn er sein Prophetentum abschwören würde. Er hätte doch das 10-fache bekommen, was er wollte. Das 100-Millionen-fache. Die besten Frauen standen ihm zur Verfügung. Die beste Beute wurde ihm zuteil. Alles gehörte ihm. Sind das die Hurl Aids oder wie, ey? Ich dachte, sie sind großäugig und haben dicke, fette Dinge. Ihr seid doch kein Hurl. Ich hab's ganz gut, Bruder. Ich habe Break News. Was machst du? Alles gut? Hallo, Bruder. Misha. Na. Ich hab's mal vorne. John, der beste islamische Arzt. Mein Lachen noch darunter. Ist das heftig. Ja, komm, das ist heftig. Ohne das würde ich das gar nicht bei TikTok aushalten, ehrlich. Ohne das auf dieser App würde ich das niemals aushalten, ihr Lieben. Glaub mir, diesen Wahnsinn kannst du nur so ertragen. Glaub mir. Da kommen die rein und machen einen auf Hude Lane. Habt ihr gesehen? Aber sahen dann aus wie Biafra. Was ist das denn bitte? Ich dachte, die Hude Lane sind großäugig und mit dicken, fetten Ghetto-Dings. Und dann kommt auf einmal sowas rein. Dann war ich, glaube ich, nicht in Gender. Danke online. Das waren die Gründungsmitglieder der 72. Das waren die Protokolle der Weisen von Jahannam.
Das war der Jahannam-Tentanz. Das waren 72-Jährige, ja genau. Ich geh kaum. Wie finde ich diesen Song? Nee, den findest du nicht, der ist verschollen. Den kennen nur die Insider. Nur die Insider wissen, wo der zu verzeichnet ist. Ja. Muss das ständig singen, während ich aufräume? Die Maria muss das ständig singen, während die aufräumt. Da hat ihr ein Dings verpasst, ne Ohrwurm, ne? Das macht Ohrwurm. Armin, du bist super. Nein, der Herr Jesus Christus ist nur super. Ich bin nur ein Sünder. Und brauche die Gnade meines Herrn Jesus Christus. Ohrwurm. Ja, ist heftig, ne, Maria? Ja, der Dr. Sheikh Abu Amin verpasst die Ohrwürmer aller Ohrwürmer. Mir auch extrem Ohrwurm, Mann. Ich sag doch, das hat was. Der Song von Dr. Sheikh hat was, selbst wenn er so sich kaputt anhört. Auf Dauerschleife. Aber echt, immer auf Dauerschleife. Danke, mein Lieber. Wallah, wir wollen in Jannah. Allein, dass die Sarah, die gerade hier drinnen war, sich nicht Gedanken macht um das Himmelreich von Allah. Dass dort dem Mann so Hudeleien gegeben wird, während der so Jungfernhäutchen am Zerbomben ist. Da macht sich überhaupt keine Gedanken. Das ist Wahnsinn, ist das, Mann. Heftig, ne? Allein von der Perspektive müssen wir noch schon jede Frau abholen, die sich noch kurz davor entscheiden will für den Islam. Da muss man sagen, hör mal zu, meine Liebe. Die Muslime glauben an ein Himmelreich, das dem der Playboy-Bunny-Menschen gleicht. Ist nichts anderes. Und Allah ist nichts anderes wie Hugh Hefner. Der hat auch ein Gewand wie Hugh Hefner, hat auch seine Frauen dort in seiner Menschen. Und dann gibt er den Leuten so Zeugs, damit ihr PNIS so dick und so lang wie eine Palme ist. Und sie dann in alle Ewigkeiten beschäftigt sind, zu zerreißen. Ne? Allein da muss doch schon alle Alarmglocken angehen. Für jeden, der sich für den Islam entscheidet. Hier in einer offenen Gesellschaft können wir darüber reden, aber in den islamischen Ländern würden wir aufgehalten werden und nacketherapiert werden. Das ist Wahnsinn. Was ist das denn? Don Abo, warum machst du deiner Religion alle Ehre? Der kommt direkt mit dieser Beleidigung auf Albanisch. Das ist so kaputt. Wie kannst du denn als Albaner überhaupt Muslim sein? Das ist für mich unvorstellbar. Wie geht das? Wie geht sowas denn? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Da dum da dum da 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 dum da dum da da Made in Albania. Da dum da dum da da Made in Albania. Ist das heftig, ey? Dum dam da. Ich komm gleich wieder, ihr Lieben. Positiv. Ja, was ist denn hier los? Was ist denn da los? Wo ist dieser Shaky Shaken? Hallo. Hallo. Hallo, meine Liebe. Ich will dich unterhalten. Danke. Ich auch. Ja. Hörst du mich gut? Ich höre dich loud and clear. Okay, sehr gut. Vor mir. Hast du das mitbekommen? Hey, was habe ich mitbekommen? Der von Johannes wurde abgesandt. Wer? Ja. Möchtest du hören? Wer? Der letzte Vers vom Koran wurde abgesandt. Wirst du hören? Ach so, du hast den letzten Vers des Korans? Ja. Ja, dann lass mal hören, wie sich das anhört. Ich, Allah, bin der Satansdiener. Ich wollte mich gleich machen mit dem Herrn Jesus Christus, den einzig wahren Gott. Ich habe euch Hurelein versprochen im Himmel, vier Frauen auf der Erde und macht aber alles wahr gelogen. Der Herr Jesus Christus kommt bald und er ist der einzig wahre Gott, also kehrt um, bevor es zu spät ist, tut Busse und seid vom Neuen geboren, wie es der Herr Jesus Christus sagt im Johannes 3, Vers 3.
Das ist die letzte Schrift des Korans. Jetzt kennt ihr die Wahrheit. Amen. Sehr gut. Das ist eine sehr, sehr gute Offenbarung. Also, das muss man schon sagen. Das gehört auch eigentlich in den Koran, ne? Dr. John hat es bestätigt. Ah, Dr. Johnny hat es bestätigt. Ja, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Dann ist okay. Danke dir vielmals. Ja, Gott segne dich. Gott segne dich. Tschüss. Ja. Warum gibst du nicht auf? Warum, mein Kleiner? Cheddar. Ich sie ist sehr am Schätzen. Weißt du was? Ich gehe einfach mit meinem Cousin einmal in diese Kirche und guck mir das wirklich an. Ja, dann geh doch. Warum kommst du immer wieder und sagst mir das? Und dann machst du wieder Werbung für Ali und Hussein. Aber was hast du gegen Ali so? Das frage ich mich, weil du schießt genau gegen ihn wegen meinem Profilbild. Aber der hat doch Menschen umgelegt und alles Mögliche. Der ja, hat doch aber er hat doch das Recht. Also die Menschen haben ihn doch angegriffen. Er war ja, doch. Nein, Allah sagt doch in Sura 9, Vers 29, bekämpft diejenigen, die nicht an Allah glauben. Ja, aber damit sind die Leute von damals gemeint. Das waren Terroristen. Und man muss Terroristen umbringen. TikTok-sportlich. Ja, also alle, die im Namen Allahs morden gehen, ne? Die muss man. Ja, das sind ja die Sunniten. Du meinst 9-11. Was ist denn da? Was sind dann die Hezbollah? Hezbollah, ich bin nach Baria, ich kenne mich nicht mit diesen Hezbollah aus, das muss ein Usuli fragen. Das muss die Sunniten fragen. Ein Usuli. Ja, nein, hör mir zu. Hezbollah gehört zu den Usulis. Du musst dich das mit einem Usuli fragen. Und ich bin ein Achbari. Bei uns Schiiten gibt es auch so zwei Strömungen. Ja, aber würdest du als Schiite die Hezbollah verurteilen oder würdest du sagen, das sind tolle Leute? Oh, ich verurteile die, weil die, wenn die wirklich unnötig angreifen, wie du es mir sagst, und verurteile ich die dann. Weil die dürfen das nicht, bis der Imam unserer Zeit kommt. Die dürfen sich nur verteidigen. Ah, immer nur verteidigen. Deswegen hat man auch so viel Territorien erobert durch Verteidigung, ne? Ja, aber Amir Dadasch, du weißt doch, wie es ist. Ja, ich weiß, wie es ist. Du bist doch auch in einem schiitischen Land aufgewachsen. Ich weiß, wie es ist, wenn man hier reinkommt und mich anlügt bezüglich der Geschichte des Islams. Geh rum, rette deine Seele. Du siehst doch, dass deine Verwandten damals gekillt wurden und du heute Muslim bist. Warum raffst du das denn nicht? Wo wurden meine Verwandten gekillt? Bitte sag mir das, wo wurden die gekillt? Das interessiert mich gerade wirklich. Lass mich dich nicht hier rauskicken, hör auf mit dem Blödsinn. Komm zur Besinnung. Du bist ein mündiger, junger Mann. Du bist doch über 18 bestimmt, oder nicht? Ja. Ja, also, du kannst doch ein bisschen 10 Minuten Recherche an den Tag legen und dir mal Zeit dafür nehmen, um herauszufinden, wie der Islam sich verbreitet hat. Es war Ali, es waren die ganzen Sahaba, die Dörfer angegriffen haben und Territorien erobert haben. Ja, aber... Ja, sag nicht ja, aber sag ja, du hast recht, Amir. Der Islam ist einfach ein... Ja, mit manchen Sachen hast du jetzt gerade recht. Du hast recht, die manchen Sahaba, die haben wirklich was gemacht. Zum Beispiel Abu Bakr, Omar, Osman. Was war Ali denn? War der kein Sahaba? Ali war der Cousin und Ali hat sowas nicht gemacht. Ali war friedlich. Er war barmherzig. Ali war friedlich, Leute. Er war genau wie Mohammed. Das Schwert Allah genannt. Der Löwe Allah, das Schwert Allahs. Aber er war sehr friedlich. Er hatte ein Schwert, womit er die Menschen zerteilte mit einem Hieb. Aber er war ganz friedlich. Er hat ganz friedlich die Leute zerteilt. Amir, aber was würdest du machen, wenn ich dich angreife? Warum? Komm, ich bitte dich. Lass mich nicht gleich ausrasten. Okay? Okay, tut mir leid für diese Fragerei, aber ihr Christen fastet doch auch, habe ich gehört. Das ist jetzt wirklich eine ernsthafte Frage. Ich habe Christen, ich kenne Christen, fast nicht. Okay, ich danke dir von ganz herzlich für Camilo. Vielen Dank. Ja. Ja, ich weiß nicht, die Definition von guten Menschen ist bei Muslimen ein bisschen anders. Sie nennen ja auch Mohammed den besten Menschen der Welt. Das ist krass. Jeder, der hat seine eigene Definition von guter Mensch. Also für mich ist ein guter Mensch jemand, der Hilfsbedürftigen in schweren Zeiten hilft, eventuell einer Oma über die Straße hilft oder Menschen etwas spendet oder eventuell anderen hilft ohne etwas gegen eine Gegenleistung. Aber für Muslime, die Definition von guter Mensch ist dann, ich heirate ein 6-jähriges Kind, vollziehe die Ehe mit 9, schneide Menschen die Hände und Füße ab, verge Frauen,
und habe unzählige Kriege geführt, habe Menschen das Leben genommen und ja, das ist dann die Definition von guter Mensch bei denen. Sehr, sehr schön. Steckte die Zunge in den Hals eines kleinen Kindes. Das sind alles sehr, sehr gute Taten. Das sind alles sehr, sehr gute Taten. Wundervoll. What a wonderful prophet. Yeah. Das hat, hat derjenige, der reinkommt, will Leitung von Aldi Talk. Ich sterbe für 0,3 Kamelurin. Ah, sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Es gibt Leute, die sterben für Kamelurin, aber es gibt dann auch Leute, die vernünftig sind und sterben dann für den Herrn Jesus Christus. Ich empfehle euch lieber das Zweite, das euer Leben für den Herrn zu geben und nicht für Kamelurin. Camelurin, Camelurin. So, ihr Lieben, ich glaube, ich mache jetzt mal langsam mein kleines Päuschen. Okay, ihr Hübschen? Und würde sagen, dass ich dann gleich nochmal live komme, ja? Machen wir das so? Danke, Telina. Machen wir das so, ja, ihr Lieben? Gott segne euch und eure Familien. Danke, Telina. Na, geh nicht. Don't go away. Sheikh. Shaky, bitte geh nicht, Shaky. Doch, jetzt, ich muss ein paar Sachen erledigen. Aber so Gott will, komme ich dann gleich wieder live, ja? Je nachdem, wie ich das zeitlich hier schaffe. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Ja, Gott segne jeden Einzelnen von euch. Danke fürs Tippen, danke für die Geschenke, danke fürs Liken, danke fürs Teilen, denn ihr tut alles, das, was ihr mir getan habt, das habt ihr dem Herrn getan. Ne? So sagt der Herr. Das, was ihr einem dieser meiner Kleinen getan habt, das habt ihr mir getan. Amen. Gott segne jeden Einzelnen von euch. Vielen Dank, ihr Lieben. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest und lasst euch niemals täuschen. Danke, Ibinio. Ibinio. Und keine Religion kann uns das geben, was der Herr Jesus Christus uns gibt, nämlich das ewige Leben. Amen. Okay, ihr Lieben, bis später, also Gott will, ne? Macht's gut. Inscha Jesus. Gottes Segen. Muah.